haben Grund zum Feiern. 50 Jahre Otto Waalkes auf der Bühne. Comedy-Stars und Musiklegenden verneigen sich vor Otto. Das größte Comedy-Treffen des Jahres. Jetzt wird Bilanz gezogen. Otto, geboren, um zu blödeln. Halt, mein Freund. Was ist dein Begehr? Ich will hier rein. Das wollen Sie alle. Aber zuvor muss ich erfahren, was du aus deinem Leben gemacht hast. Bist du ruhig? Sitz! Manni, Diego, wo seid ihr? Das ist alles? Lebe an Großchen, lebe an Großchen. Wo bleibt der Alkohol? Ich krieg euch ja zu tun hier. Drunt im Tal, ja, da sitzt das kleine Otti. Already, already. Theo, wir fahren da. Jatsch! Ist doch super geil, oder? Super geil. Wer bist du überhaupt? Wer ich bin? Ja, kennt ihr mich denn nicht? Ich bin es. Robin Hood, der Rächer der Vererbten. Der Beschützer von Witzen und Weizen. Der Stecher der weisen Witwe. Das reicht. Kann ich rein? Nein. Das hier ist der Himmel. Himmel, Himmel, Himmel. Ja. Dein Tor ist da drüben. Was? Ist das etwa die Hölle? Hölle, 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 Hölle. Wahnsinn, warum schicken die mich in die Hölle? Eiskalt lassen die meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn, sie spielen mit meinen Gefühlen. Und mein Stolz ist längst schon auf dem. Doch ich weiß, was ich will. Ich will euch! Wow! Bam! Danke schön! Wow! Otto Waalkes! 50 Jahre geboren, um zu blödeln. Und Otto. Willkommen, schön, dass Sie mitfeiern. Ihnen allen willkommen zu Hause in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Und Otto, die gute Nachricht vorneweg, das ist gar nicht die Hölle, das ist das ZDF. Stimmt, auf die Idee könnte man kommen. Ja. Otto, 50 Jahre auf der Bühne. Wir möchten dir etwas schenken. Wir möchten dir eine ganze Fernsehsendung schenken, die in Deutschland ausgestrahlt wird, in Österreich und in der Schweiz. Das kann ich doch nicht annehmen. Ich kann doch nicht annehmen, dass das schon alles sein soll. Nein, das ist natürlich nicht alles. Da kommt noch vieles dazu, aber vielleicht vorneweg für uns alle mal die Information. Diese 50, die ist nicht einfach gewürfelt, sondern die hat einen tatsächlich historischen Hintergrund. Vor 50 Jahren warst du in der ersten musikalischen Kombination, das waren damals die Rustlers. Richtig. Hast du es geschafft bis ins Vorprogramm von Drafi Deutscher. Der hatte damals einen Riesenhit, der kam gerade raus. Wenn der Regen fällt, es gibt einen, der zu dir hält. Jetzt kommt's, Achtung und! Stopp!
sehr stark. Lass euch das Gefühl, ich hätte hier Eintritt bezahlen müssen. Ganz viele Menschen sind hergekommen, um dir zu gratulieren, um sich zu verneigen vor dir und vor deinen Werken. Und sie kommen und bringen das, was du ersonnen hast über all die Jahrzehnte, auf ihre persönliche Art und Weise vorgetragen. Es ist heute Abend ein großes, nennen wir es mal neudeutsch, Tribute to Otto Waalkes. Und diese Stars sind mit dabei. Herzlich willkommen, Bülent Ceylan. Aus dem hohen Norden, Santiano, Marco Rima, Willi Astor, Miguel Boning, Guido Kanz, Thomas Anders, Jürgen von der Lippe, Malte Arkona, die erste allgemeine Verunsicherung, Cosma Schieber Hagen und Bully Herbig. Was ein Auftrieb von Superstars der deutschen Comedy. Alle hergekommen, um mit Otto zu blödeln. Das kann ich jetzt alle durchkriegen. Super, jetzt sind wir morgen noch hier. Komm, kein Scheiß. Bleiben wir sitzen. Ihr Verrückten. Ja, ihr werdet euch ja alle noch sehen in der Sendung. Lass doch mal. Ach so, Entschuldigung, bitte sehr. Und jetzt können wir aufhören. Okay. Ich merke, du hast die Sache hier locker im Griff. Nimm Platz, weil Otto, deine vornehme Aufgabe ist es, während der Sendung Wahnsinn. Vergleichsweise ruhig in dieser Pole-Position zu bleiben und das alles über dich ergehen zu lassen. Und einen Namen habe ich eben in der Aufzählung nicht etwa vergessen, sondern mit Bedacht weggelassen. Seine nicht ganz leichte Aufgabe ist es, dein gesamtes Lebenswerk, wobei so viel ist es auch nicht, also dein gesamtes Lebenswerk in 2 Minuten reinzupacken. Er schafft das, weil er ist der Duracell-Hase unter den deutschen Comedians. Ein Riesenapplaus für Ralf Schmitz! Ja! Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem 90. Geburtstag. Das finde ich. Ach nee, das war die andere Show. Okay, herzlichen Glückwunsch zu deinem 50. Bühnenjubiläum. Ich habe wirklich überlegt, weil ich bin ja mit dir groß geworden. Oder sagen wir älter. Ich habe lange über. Die Leute. Ich habe lange überlegt, wie kriege ich das hin, alles in einen Song zu packen, und ich habe mir große Mühe gegeben. Ich habe da gesessen und überlegt und überlegt und überlegt, und da sind mir viele Sachen eingefallen. Ich nehme das ab, weil es ist wahnsinnig warm. Und mal gucken, ob ich das alles hinkriege. Los geht's. Hänsel und Gretel und Hundegebell. Ah, ah, Leber an Großhirn und Tom de Bordell. Harry der Hirsch fragt doof, hier spricht dein Föhn. Harald war schläfrig, Quaka macht schön. Kylie die Seife und dann das Schneewittchen. Sieben Zwerge, das Urvolltier-Kitt. Und Ottifanten haben längst Denkmalschutz. Es wird Nacht, Senorita und der Schneedelwutz. Peter, Paul and Mary planning a bank robbery. Nimm Pornos an, Mensch, was ist schon dabei? Kurzes Sitz, schnelles Bums, ein Däne lügt, nein. Die Sau ist seit immer schon ein Rampenschwein. Mehr Talente vor der Rente hat doch keiner als er. Er soll weiter knödeln, ja stets weiter blödeln. So jemand wie ihn gibt's nie mehr. Ist noch nicht zu Ende, geht noch weiter, es war so viel. Sein Kaktus muss klein sein, skat nur mit Gymnastik. Frau Subir erkrankt an Schnellstraßenspielastik. Sufi ist dortlos, die Schlümpfe sind schwul. Hosengeschlabber und Mützen sind cool. Der Adler muss weiß sein, nur auf weißem Grund. Das Kind von Alete, das kotzt sich noch wund. Es fährt Theo nach Lodge, Robin Hood ist vergesslich. Andere sind bei kleinen Brechproben hässlich, er nicht. 23.30 Uhr, das Kind aufgeweckt. Supermans im Flug ausgestreckt. Was sollen wir noch machen, Mensch, der Affenarsch? Noch mal von vorn los, der Hallemarsch! Susi sorglos heißt sein Motto. Ich verstehe das so. Es bringt uns nun einmal kein anderer als Otto runter, rauf auf dieses Niveau. Einmal noch der Refrain. Mehr Talente
vor der Rente hat doch keiner als er. Er soll weiter knödeln, ja stets weiter blödeln. Denn so jemand wie ihn gibt's doch nie mehr. Gott sei Dank! Ralf Schmitz! Lebenslauf in 2 Minuten. Das reicht ja. Und hier tagt schon die Jahreshauptversammlung der Humor AG. Ich vermute, dass ihr alle eure speziellen Otto-Erinnerungen habt. Professionelles Zusammentreffen einerseits. Aber vielleicht gehen wir in eure Kindheit mal zurück. Wie ist bei dir, Guido, zum Beispiel? Weißt du, was dein erster Otto war, deine erste Platte, dein erstes Otto-Erlebnis? Ich glaube, ostfriesische Götterboote, die habe ich mir zumindest selber gekauft. Mein Bruder hatte Otto-Platten und es war nicht immer einfach für meine Eltern mit deinen Texten, weil ich dann bei meiner Oma stolz erzählen wollte, dass ich dich kenne und habe gesagt, Trapp, Trapp, der Trapper, Tripp, Tripp, der Indianer und meine Mutter mich dann ins Bett geschickt hat. Ja. Als Schlafhilfe. Bülent, wie ist bei dir? Reicht das Mikro ruhig weiter? Bei mir auch eine frühe Otto-Erinnerung? Also Otto war immer Hammer für mich. Also vor allem, wie du das ganze Publikum immer entertainst. Das habe ich schon immer bewundert. Von jung bis alt, Oma, Opa, Tochter, dann Tochter von der Tochter, die Tochter wiederum von der Tochter. Also sind alle Generationen. Das habe ich mir immer gewünscht, so ein Publikum. Sascha, wie ist bei dir? Auch Otto-Mania von früher Kindheit an? Ja, natürlich. Und was ich immer witzig fand, war diese gewollte Chaos. Also es war ja nicht so, dass du da standest und hast ein Ding erzählt, sondern du bist dahin, hast da Musik gemacht, hast irgendwas weggeworfen bis zur nächsten Ecke. Da war immer mächtig was los auf der Bühne und man konnte immer hin und her gucken und das hast du dir bis heute erhalten und das ist großartig. Hm? Dankeschön. Bulli. Auf dich ereilt diese Frage zu Beginn. Was sind so deine Anknüpfungspunkte aus deiner persönlichen Vergangenheit? Wo ist Otto in dein Leben getreten? Oh, da war ich 11 oder 12. Also erstmal nur durch Geräusche. Also Geräusche? So. Ja, oder, okay. Oder, ja, das ist auch, wenn wir heute telefonieren, wir melden uns nicht mit Namen, sondern man geht ans Telefon und sagt, und dann spricht Otto meistens sehr schnell. Ja. Er sagt dann so, wollen wir besuchen, kommen. Dann sage ich ja. Weißt dann ist das Gespräch auch schon zu Ende. Es braucht gar keine Flatrate, ne? Und uns ist ein Foto aus deiner frühen Jugend zugespielt worden und da haben wir gedacht, ist das auch schon, also hast du da vielleicht einen Schlumpf imitiert, weil der Bartwuchs, der noch nicht ganz natürlich daherkommt, ein bisschen daran erinnert. Ja? Das ist, also man erkennt es an den Tapeten, hätte ich beinahe schon gesagt, an den Kacheln. Ja. Da war ich 11 oder 12 und wie gesagt, alle hatten diese weiße Otto-Platte. Ja, ja. Also Platte ist etwas, was man heute so nicht mehr kennt. Also lang vor groß, iTunes, schwarz. Groß und schwarz. Ja. Nicht falsch verstehen, und flach. Ja. Und weiß. Und weiß, die Platte. Ja. Und ich glaube, ich habe da das Wort zum Sonntag gerade performt. Ja. Und meine Mutter fand das so stark, dass sie gleich auf den Auslöser gedrückt hat. Ja. Ja. Und die Augen sind gerichtet worden in der Zwischenzeit. Oder schielte der Pfarrer Ja, das ist immer, wenn ich, der schielte auch. In dem, ja. Schielte. Das war, in dem Moment hat er natürlich, meine Freunde, liebe Schwestern und Brüder. Oder irgendwie sowas war das. Ne? Ja, irgendwie so. Da gehörte das dazu. Ja. Ja. All die Comedians, die heute Abend hier sind, schenken dir deine Werke. Ich habe es ja gesagt, auf ihre eigene Art und Weise persönlich interpretiert und präsentiert. Und wir blicken natürlich auf all die großartigen Dinge in deinem künstlerischen Leben, das als Kunststudent angefangen hat, über die Musik ging und dann in der Komik, in Klamauk, in der Comedy den weiteren Verlauf genommen hat. Was viele nicht mehr wissen, man muss sich einfach mal zurückversetzen, Ende der 60er, der deutsche Unterhalter war vielleicht noch Heinz Erhardt und auf einmal kommt dieser verrückte Ostfriese und ist von dort an derjenige, der im Grunde genommen der Alleinunterhalter der Republik ist. Eine Fernsehshow hast du pro Jahr gemacht, eine einzige mit Einschaltquoten, für die man heute die Nationalmannschaft spielen lassen müsste mit Helene Fischer im Tor und im Tatortkommissar als Mittelstürmer und der Bergdoktor wird sich noch um Rasen kümmern, sonst kann man so eine Quote nicht erzielen. Und das Besondere an seinen Fernsehsendungen war immer auch die spezielle Art und Weise seines persönlichen Umgangs mit dem Publikum. Können Sie mich hören? Die Otto-Shows. Ab 1973 zwar nur einmal pro Jahr im Fernsehen, aber immer der Renner. Einfach so ein blonder Bursche da mit seiner Gitarre, hüpft über die Bühne und das Ding ist pickepacke voll, ausverkauft und Talk of the Town. Ich brauche keine Millionen, mir fehlt keine. Ein Künstler macht so gut wie alles allein auf der Bühne. Das hat es vorher im deutschen Fernsehen so noch nicht gegeben. Keine Show ohne Musik à la Otto. I was born on the wrong
was ich an Otto immer sehr, sehr geschätzt habe, auch schon sehr, sehr, als ich noch sehr, sehr klein war, ist, dass der so unglaublich toll Gitarre spielen konnte. Und dann da Trommeln spielt und Klavier und Orgel und dabei noch lustig ist. Ich sing ein Lied auf schöne Weiß. Hör bloß auf mit deinem Scheiß. Der Flöte schlumpft. Guten Abend. Ottos ganz eigener Gang, das Schlüpfen in hunderte Rollen mit einfachsten Mitteln und all das in atemberaubender Geschwindigkeit. Alrighty, hallo Echo. Hallo Otto. Er ist einfach auf die Bühne gegangen und hat das gemacht, was er macht und was er am besten kann und Quatsch machen. Und das in absoluter Perfektion. Großhirn an Faust, ballen! Milz an Großhirn, soll ich mich auch ballen? Otto erfindet unvergessliche Figuren wie den Pfarrer. Wir fahren nach das. Frau Surbier? Genau. Guten Abend. Harry Hirsch. Oberförster Puddlich. Moment, ich höre was. Wer wagt es uns hier aufzuhalten? Wer's wagt? Und natürlich... Milord, kennt ihr mich denn nicht? Ich bin es, Robin Hood, der Rechner der Vererbten. Der Versprecher der Nervten. Ich glaube, er hat die Türen aufgestoßen für ganz, ganz viele Leute, die sowas machen. Comedy, Musik, Slapstick. Otto hat mit seinen Shows die deutsche Komik neu erfunden. Und eigentlich hat Guido Kanz das eben ganz gut in einem Satz zusammengefasst. Da fliegt deine ganze Jugend an dir vorbei und du bist auf einmal wieder 12 und 18 und 22 und erlebst das alles nochmal. Was Otto gelungen ist in all den Jahren, ist eine Mischung aus Musik, aus Comedy, aus Klamauk und immer auf dieser Rasierklinge tanzen zwischen Blödsinn einerseits und Anspruch auf der anderen Seite. Er selbst hat das immer elitären Nonsens genannt und das ist dir auf besondere Art und Weise gelungen. Immer dann und besonders, wenn es ums Reimen ging. Deshalb kommt jetzt ein großes Stück aus Ottos breit gefächertem Repertoire. Das Hohe Gericht, vorgetragen von der Schweizer Comedy-Königin Stefanie Berger, von Martin Schneider, von Max Giermann und von Fresh Torge, dem jungen Mann, mit dem Otto gerade in diesem Jahr einen Film gedreht hat. Viel Spaß mit dem Hohen Gericht. Angeklagter. Ihnen wird zur Last gelegt, Sie hätten an dem Mast gesägt. Ich habe nicht an dem Mast gesägt, ich habe nur mit dem Ast gefegt. Und dabei hat sie es fast geschrägt. Jawohl. Als ich dann den Quast verlegt, da habe ich mich mit Hast bewegt. Und das hat dann den Gast erregt und der hat dann am Mast gesägt. Sie haben aber in der polizeilichen Vernehmung noch ganz andere Angaben gemacht. Ich zitiere Sie wörtlich. Ich habe diesen Gast zersägt, weil er sich auf den Quast gelegt. Dabei hat sich ein Ast bewegt, vielleicht durch meine Hast erregt. Doch wer gefälschten Zaster prägt und Schuh aus Alabaster trägt, wer alle diese Laster pflegt, verdient, dass ihn der Mast erschlägt. Das haben Sie selber gesagt. Herr Zeuge, können Sie diesen Hergang bestätigen? Nee. Das war ganz anders. Ich hatte mich zur Rast gelegt und mich mit einem Quast gepflegt. Das tut doch jetzt überhaupt nicht zur Sache. Oh, doch. Ich hatte mich zur Rast gelegt und mich mit einem Quast gepflegt. Denn wer schon einmal Bast zersägt, weiß, dass das keine Hast verträgt. Das spielt doch jetzt überhaupt keine Rolle. Doch! Da hat sich's im Rast bewegt und das hat dann den Mast bewegt. Und wie der Mast aufs Pflaster schlägt, da hat er wohl den Gast erlegt. Jetzt bin ich aber fast erregt. Womit wird denn das belegt? Herr Richter, wenn ich als Verteidigerin auch mal etwas dazu sagen darf. Der Mann ist ein Fantast. Der pflegt, sobald er sich zur Rast gelegt, zu schreien, dass ihn der Mast erschlägt. Aber zurück zu meinem Mandanten. Was wird ihm denn zur Last gelegt? Wenn man in sich das Laster trägt und sich der Wunsch nach Zaster regt, kommt es vor, dass man den Gast erschlägt und ihn dann auf das Pflaster legt. Die Beweisaufnahme ist abgeschlossen. Vielen Dank. Im Namen des Volkes. Wenn einer einen Gast zersägt, weil ihn ein Gymnasiast erregt, der vor seinem Palast gefegt, dann wird die Tat mit Knast belegt.
Doch wenn er als Kontrast erwägt, dass er sein Geld zum Pastor trägt, der auch den Wunsch nach Zaster hegt, wird ihm das nicht zur Last gelegt. Stattdessen wird der Mast zersägt und auf das Grab des Gast gelegt. Und wem der Spruch nicht passt, der trägt die Kosten des Verfahrens, gezeichnet Richter Ahrens. Vielen Dank an unser Ensemble. Und Sie können sich vorstellen, all die Comedy-Stars, die hergekommen sind, um Ottos Werke zu interpretieren, natürlich geht denen auch ein bisschen die Düse. Wie ist bei Ihnen zu Hause? Sind Sie auch Besucher von Otto-Filmen gewesen? Über 15 Millionen haben insgesamt alleine den ersten Film gesehen. Das ist eine unglaubliche Zahl. Das ist heute im Grunde genommen gar nicht mehr zu erreichen. Und es gibt ja auch immer wieder Lieder in diesen Filmen. Und wir haben uns gedacht, wir alle zusammen sollten auch mit Otto feiern. Und Sie dürfen mich jetzt auf keinen Fall hängen lassen. Ich bräuchte ein Musikinstrument. Haben Sie immer eine Gitarre dabei, wenn Sie Fernsehsendungen besuchen? Ist es ein Zufall? Darf ich die einmal ganz kurz haben? Haben Sie die gerade gestimmt? Danke, herzlichen Dank dafür. Erinnern Sie sich an das Schaflied, ja? Das am Ende Harald heißt, das Schaf. Wissen Sie noch Bescheid? Wollen wir das einmal zusammen machen? Das erste Schaf hieß Friedrich. Das zweite Schaf hieß Dörte. Das dritte Schaf hieß Gunther, wollt nie von Dörte runter. Und dann kommen ja noch ganz viele. Und dann das 999. Schaf hieß Ferdinand, dem hat der Blitz den Schwanz verbrannt. Das 1000. Schaf hieß Harald und das war 100 Jahre alt. Stark, stark. Alles Ottos hier. Sehr schön. Aber Otto hat sich nicht nur auf die Masse verlassen, sondern immer sich auch ein bisschen um die Qualität gesorgt und immer gesagt, wer könnte der Nächste sein? Und in Vorbereitung auf diese Sendung sogar eine richtige Aktion ins Leben gerufen, die hieß Germany's Next Otto. Und ich kann Ihnen sagen, weil ich weiß, was jetzt gleich kommt, Sie müssen sich um den Humorstandort Deutschland echt keine Sorgen machen. Meine Damen und Herren, darf ich jetzt um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten? Was? Ach so, Sie sind Streifenpolizist. Ein Zebra auf der Landstraße, wie? Da gibt's jetzt Abhilfe für, und zwar das neue Wieselflick. Wand hoch. Wieselflick an. Und Susi küsste den Föhn, dass es nur so eine Freude war. Wenn es weiter nichts ist. Hallo? Ach so, ich Idiot. Hallo? Hallo? Aufgelegt. Atemlos durch den Wald ziehen die Beine, doch der Ball ist arschkalt. Wichtig für mich ist, wir brauchen wie bei der Arbeit, dass der Tergehalt stimmt. Tja, wir fahren nach Latsch. Schaumi-Shampoo zum Waschen und zum Naschen. Du? Ja, mein Kind. Ich hab mein Taschenmittel nicht essen. Wir haben uns zu feiern. Keiner kann mehr, wir können noch saufen. Wir haben uns zu feiern. Unser letzter Wille. Ups. Gar nicht so leicht, sich dazu entscheiden. Aber das ist ja eine Aufgabe, die hatte Otto ganz allein. Und er hat sich entschieden und sagt, Germany's Next Otto, aus denen, die da mitgemacht haben, ist Lukas, 12 Jahre alt, aus Mühlhausen in Thüringen. Also ich fange am besten gleich an. Ich fange an mit einem Märchen für die Kinder, damit die nicht zu kurz kommen, denn die sind ja schon so kurz. Ein kleines Märchen. Liebe Kinder, es war einmal ein Nachrichtensprecher. Er hatte seinem Sender viele Jahre lang treu gedient. Doch nun war er alt und kurzsichtig geworden. Und da sagte der Intendant, wie lange arbeiten Sie schon bei uns, morgen nicht mehr mitgerechnet? Als er diese Worte hörte, da weinte der Nachrichtensprecher bitterlich. Die Tränen dauerten den Intendanten. Doch er versprach ihm noch einmal eine Chance zu geben. Du darfst heute Abend die Spätnachrichten verlesen, sagte er. Aber streng dich an, du hast nur eine Chance. Der Nachrichtensprecher versprach es.
Und wer zu dieser späten Stunde noch vor den Geräten saß, wurde Zeuge seiner letzten Verlesung. Und die hörte sich bei ihm so an. Ägypten! Prag! In der tschechischen Hauptstadt hat sich der tschetschenische Botschafter Tschetschewski auch im Namen Tschadschikistans bei der tschechischen Technologiezentrale bei einem Zwischencheck der Chicken-Chambarte in Schwetzingen über schockierend schwere Schäden an den Sensoren beschwert. Skeptisch bewährt technische Technologe, Entschuldigung, der tschetschische Technologe Tschewtschenko bei einem Schlichtungsgespräch auf Chef-Ebene in Shaanxi die schnellsten eines Technologietransfers zwischen der tschetschischen bzw. tschetschigitsch. Großartig! Stark. Starker Auftritt. Danke. Komm zu mir. Na? Wow. Du bist ja wahnsinnig hier. Deswegen Dankeschön. Hast du kleine Auto- für Germany's Next Auftritt. Das gibt es nur einmal auf der Welt. Und das muss man doch wirklich sagen, sich im zarten Alter von 12 Jahren in einer Halle zu stellen, vor mehrere tausend Zuschauer, Millionen von Menschen zu Hause, ohne Text in der Hand, und das Ding so rauszubringen. Danke. Aber ganz starker Auftritt. Ganz, ganz stark. Nochmal einen großen Applaus für Lukas, Germany's Next Otto. Und natürlich möchten wir uns in dieser über alle Maßen ernstzunehmenden Fernsehunterhaltungssendung auch mit dem Leben des jungen Künstlers beschäftigen, mit seiner Herkunft zuvörderst. Er kommt aus Transvaal. Viele denken jetzt an Siebenbürgen, an Gegenden, wo Menschen anderen an den Hals fallen, um Blut rauszusaugen. Nein, Transvaal ist ein Ortsteil von Emden, seiner Heimatstadt. Also keine Blutsauger am Hals, sondern in der Hauptsache Menschen, die rohe Heringe essen. Freiwillig. Damals, als die Welt noch schwarz-weiß war, wurde in Ostfriesland ein kleiner Wonneproppen geboren. Ist er nicht niedlich, unser Otti? Und seine Füßchen, sind die nicht wunderschön? Naja, verglichen mit seinem Gesicht. Alleine essen, ja, ja. Ein für Tante Lisbeth, ein für Onkel Karl. Historiker halten diese Geschichte für ein ostfriesisches Volksmärchen. Wahrscheinlicher ist, dass Ottos Eltern Bankräuber waren. Er kriegt uns nie! Wir müssen Ballast abwerfen! Was? Tagelang treibt der kleine Otti über die endlosen Priele Ostfrieslands. So was Schönes! Das habe ich mir immer gewünscht. Der süße Fratz entwickelt sich prächtig und besucht ganz brav die Schule. Anfang der 60er Jahre macht Otto eine prägende Entdeckung. Otto will den Beat. Auch er möchte als Gitarrenheld die Mädchenherzen erobern und nimmt mit seinem Kumpel Albert an einem Musikwettbewerb teil. Es reicht für Platz 2 und plötzlich regnet es Geld. Ganze 30 Mark. Das reicht als Anzahlung für eine E-Gitarre und die erste Band wird gegründet, The Rustlers. Die schaffen es sogar ins Vorprogramm von Drafi Deutscher, und zwar genau vor 50 Jahren. Obwohl jetzt alle auf ihn fliegen, erkennt Otto, dass er raus muss aus Emden, wenn er was werden will. Ich lieb dein Mädchen in Lichterfelde, die lebte zu. Wenn es selbst Karl Dall mit der Blödeltruppe Insterburg und Co. in die Hitparaden schafft, müsste Otto das doch auch gelingen. Otto zieht es in die weite Welt. Nach Hamburg. Dort studiert er Kunstpädagogik und trifft andere vielversprechende Musiker. Otto gehört bald zur Hamburger Szene und lebt mit seinen neuen Freunden Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen in einer WG. Wir sind
damals oft rumgefahren. Otto war richtig crazy. Und wir sind dann immer abends losgezogen und in Clubs gegangen und so. Und dann hat er gesagt, so, setz dich da hin. Und dann hat er schon eine Gitarre gesagt, komm, wir spielen Blues. Ich spiele und du singst. Und dann können wir hier, kriegen wir hier umsonst zu trinken. Er hat die Drähte an der Nase und Antennen an den Ohren. Auch mit Udo Lindenberg steht er auf der Bühne. Ottos ganz eigene Performance begeistert. Mein Name ist Gerhard Gösebrecht aus dem 13. Sonnensystem. Aus Emden, über Hamburg und raus in die Welt, also zumindest in den deutschsprachigen Teil der Welt, nach Deutschland, nach Österreich und in die Schweiz. Und alle feiern heute Abend mit. Die nächste Geschichte beginnt eigentlich mit dem klassischen Anfang, treffen sich zwei Ostfriesen. Und es gibt eine Reihe von Geschichten, die am Ende sogar witzig enden. Das ist bei dieser ganz genauso, wobei das erste Treffen der beiden Jahrzehnte, ich hätte beinahe gesagt Jahrhunderte, Jahrzehnte zurückliegt. Willkommen, Karl Dall! Danke, danke. Ja, was soll ich sagen? Otto kenne ich wirklich seit, da war er 5 und ich war 12, 7 Jahre älter. Und wir waren später in einer Klasse. Ja. Ja, da bin ich sehr stolz drauf. Nun, als Berlin vor über 25 Jahren aufplatzte wie so ein Sofakissen, sind etliche Stadtteile und Bezirke dazugekommen. Und da hat doch Otto Waalkes es sich nicht nehmen lassen, ein paar Zeilen zu dem alten Insta-Buch-Hit »Ich liebte ein Mädchen« dazu zu dichten. Und das klingt folgendermaßen. Ich liebte ein Mädchen aus Dahlem, die sehnte sich nach was Kahlem. Ich liebte ein Mädchen aus Halensee, die sagt bei jedem Kahlen nee. Ich liebte ein Mädchen aus Starhacken, die hat am Nabel einen Haarhacken. Ich liebte ein Mädchen aus Sienenstadt, die am Haken auch noch einen Riemen hat. Berlin, Berlin, ich lieb dich sehr, hier kommen die schönsten Mädchen her. Ich liebte ein Mädchen aus Friedrichshain, der konnte kein Wert zu niedrig sein. Ich liebte eine Neuköllnerin, die gab sich jedem Zöllner hin. Ich liebte ein Mädchen aus Kreuzberg, die begrüßte mich mit Ahoi, du Zwerg. Ich liebte ein Mädchen aus Wedding, die dachte, das sei ein Edding. Berlin, Berlin, ich lieb dich sehr, doch langsam ist mein Akku leer. Ich liebte ein Mädchen aus Wannsee, die dachte, ich sei eine Transe. Ich liebte ein Mädchen aus Wachtelbirn, die hat eine Figur wie ein Flachbildschirm. Ich liebte ein Mädchen aus Müggelheim, zu der fällt mir kein Reim mehr ein. Jetzt lieb ich Cindy aus Marzahn, die kann so schreien wie Tarzan. Wow! Ich liebte ein Mädchen auf Mars, ja, das war's. Karl Dall, gemeinsam mit Ingo Insterburg. Sehr gut. Ja, und ich habe die große Freude unter dem Namen Ich liebte ein Mädchen oder unter dem Begriff Ich liebte ein Mädchen. Ich liebte ein Mädchen aus Winterhude, mit der knutschte ich in der Studentenbude. Und das ist diese junge Dame hier. Herzlich willkommen, Marianne Schweizer, Ottos erste große Liebe. Ja? Schön, Sie hier zu haben. Freue mich sehr. Es ist ja eigentlich ungerecht, dass ich mich so dazwischen gesetzt habe. Ne? Naja, sie hat ihren Mann mitgebracht, glaube ich. Also, ja, sicherheitshalber ihren Mann mitgebracht. Otto, ja, Kunststudent seinerzeit? Ja. Das weiß ich, du hast dich überhaupt nicht verändert. Ja. Oh, danke, du auch nicht. Das können wir mal schnell überprüfen, weil wir ein Foto aus der Kennenlernzeit haben. Da haben wir das junge Glück. Oh. Oh. Das schon sehr lange her. Habt ihr jetzt mal ganz ehrlich, Frau Schweizer, haben Sie noch hin und wieder Kontakt? Leider nicht. Wenig. Tatsächlich hat er Sie ja auch mal gemalt, der Kunststudent. Ich hätte beinahe gesagt, den Pinsel in die Hand genommen, aber das wollte ich nicht sagen. Ich wollte einfach nur sagen, dass er gemalt hat. Guck mal hier, die junge Marianne, dargeboten von Otto Waalkes. Otto, wie alt warst du? Anfang 20? 22. 22?
Und dann sag doch einen Halbsatz zu der Technik. So, mit so einer Rasterstrickmütze könnte man heute wieder rausgehen. Das ist sogenannte Mischmaltechnik. Das ist mit Tempera untermalt, mit einer Imprimatur in den Öl lasierend darüber, mit Eiltempera die bestimmten Höhungen herausgeholt, damit man das Fell und die stofflichen Unterschiede herausarbeiten kann. Und dann wird mit Öl lasieren und darüber gearbeitet. Und dann bekommt man so einen kleinen Effekt. Das ist niemals fertig. Das ist sogenannte Schichtenmalerei. Stimmt's? Kannst du dich erinnern? Habe ich gerade das Gefühl, dass das deine wahre sozusagen Begabung ist? Oder deine wahre Lust? Das kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls hatte ich auch so eine Begabung. Ganz, ganz toll. Hast du ihre Eltern kennengelernt? Ja, selbstverständlich. Ja, wir haben sogar ein Foto, weil du hast dich ja ordentlich angezogen. Wenn man schon zu den Schwiegereltern in Spee fährt, dann soll man sich korrekt kleiden. Es musste sich noch niemals jemand für korrekte Klamotte entschuldigen. Otto auf dem Weg zu seinen Schwiegereltern. Ja. Ja. Schön, dass wir euch zusammenbringen konnten. Danke fürs Herkommen. Otto, war sie ein Vorbild für eine deiner großen Frauencharakterrollen, Susi Sorglos? Das kann schon sein. Wir haben uns da, glaube ich, auch so bestimmte Märchen, habe ich immer erzählt. Wir selbst haben auch viel miteinander gearbeitet. Wir haben auch Musik gemeinsam gemacht. Sie hat auch gesungen, stimmt's? Also, ich erinnere mich, ja. Im Dennis Pan. Im Dennis Pan, großen, bedeutenden Kneipe, in der viele in Hamburg angefangen haben. Aber Susi Sorglos haben wir natürlich auch versucht, in die Neuzeit zu übersetzen. Und deshalb kommt jetzt gleich Susi Sorglos 3.0, die wunderbare Caroline Kebekus. Wir brauchen nur von dir den klassischen Anfang. Weil, Moment, weil Susi Sorglos begann immer und beginnt heute so. Das? Ja, genau. Susi Sorglos sitzt zu Hause und föhnt ihr Haar. Schabadu und Schabada. Caroline Kebekus. Hallo, Susi. Wer spricht da? Ich. Wer ist ich? Ich, dein Föhn. Mein Föhn kann sprechen? Ist das nicht schön? Ja, schön bescheuert. Ich hasse diese Elektrogeräte, die einem dauernd sagen, was man zu tun hat. Bitte geben Sie den vierstelligen PIN ein. Bitte Kaffee nachfüllen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung. Und was sagt mir jetzt mein Föhn? Bitte geben Sie die gewünschte, für Ihre Haare angemessene Gebläsestufe ein. Oder was? Nein. Sondern... Ich wollte dich nur um etwas bitten. Ja, sag ich doch. Bitte reinigen Sie den Ionisator. Nein, ich wollte dich um einen Gefallen bitten. Okay. Bitte küss mich. Bitte was? Soll ich dir vielleicht auch noch einen blasen, ja? Kannst du mir einen gottverdammten Grund nennen, warum ich meinen Föhn küssen sollte? Ja, ich bin nämlich ein verzauberter Königssohn. Und wenn du mich küsst, werde ich mich wieder in deinen Königssohn zurückverwandeln. Ja und? Meinst du, ich stehe hier und mache mich schön 2 Stunden lang, nur weil ich Bock habe, einen verpickelten Königssohn abzustauben? Ja, ich Jetzt pass mal auf, du Prinz. Ich brauch keinen kleinen Prinzen. Ich hab nämlich schon einen. Hallo, Susi. Oh, nee. Caroline Kebekus. Und von dem Ding, dem Dildo-Ding, sind wir ja relativ schnell bei Ding-Dong. Aber nicht, was Sie denken, sondern es geht musikalisch weiter mit einer großartigen Band aus Österreich. Die haben Superhits wie Banküberfall und Märchenprinz und übrigens auch Ding-Dong gesungen und bringen das heute in einer ganz neuen Otto Version für uns alle hier in Offenburg. Willkommen den Humorbotschaftern aus der Republik Österreich. Hier ist die erste allgemeine Verunsicherung. Lass den rein.
Tür auf und fallen auf die Knie. Es kann nur einen geben, unser aller Ottilie. Es begann in Emden, in Hemden, die wir fremden, sprang er wie Rumpelstilz nach einem Zauberbild. Doch heut versetzen Zwerge im Kino Kohleberge. Jeder Film gedieht zum Hit, inklusive V4-Sit. Ding Dong, Ding Dong, wer steht dort vor der Tür? Vielleicht ist es Schneewittchen mit zierlicher Figur. Ding Dong, Ding Dong, es ist ein Friesenjong. Seine Hosen, die sind weiter als jedes Segel in Hongkong. Macht eure Tür auf, die Tor macht weit. Den wahren Helden schlägt keine Zeit. Seit 50 Jahren steckt die Bühne er in Brand. Ich sag nur eins, küsst den Rüssel Ottifant, macht ihr ein Bier auf und greift zum Korn. Nur wer sich totlacht, wird neu geboren. Macht ihr ein Bier auf, doch schütte dich nicht zu. Denn sonst geht's dir wie dem kleinen Känguru. Die erste allgemeine Verunsicherung. Aus Österreich. Otto ist unterwegs in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, füllt die Hallen. Im nächsten Herbst wird das sicherlich ganz genauso sein. Oder obwohl er eigentlich immer auf, sagen wir, Welttournee ist, hat er diese besondere Verbundenheit zu seiner Heimat, die nicht nur die Heimischen dort im wirklich äußersten Nordwesten von Niedersachsen mit großer Begeisterung Ostfriesland nennen. Namend. Sehen Sie nun, dass unsere Serie Ein Star und seine Stadt den Beitrag... Ja, das ist im Prinzip sehr schön, aber geht vielleicht auch eine Spur freundlicher? Guten Abend, meine Damen und Herren. Freuen Sie sich nun auf einen neuen Beitrag aus unserer Serie Ein Star und seine Stadt und erleben Sie die Schönheiten Ostfrieslands, präsentiert von Otto. Grüne Wiesen, himmlische Ruhe, Schaf und Jogger sagen sich gute Nacht. Nur in einem Leuchtturm tragen sich seltsame Dinge zu. Und ich wohne hinterm Rhein. Genauer gesagt in Emden, Ottos Geburtsstadt. Hier steht das Otto-Hus. Und wenn der größte Sohn der Stadt vor Ort ist, wird er überall begeistert empfangen. Der Ostfriese bewohnt ausgedehnte Küstenstriche westlich von der Hansestadt Hamburg. In diesen Gegenden tritt er einzeln oder in Rudeln auf. In Freiheit erreicht er nicht selten eine Höhe von 1,80 Meter. Es wurden jedoch schon größere Exemplare erlegt. Hilfe, ein Riese! Er wird in domestiziertem Zustand mit gutem Erfolg in der Alkoholvernichtung eingesetzt. Das ist doch nicht typisch friesisch. Was soll denn das? Wo die Störche rühren und die Qualle quie. Jetzt kommen wir zu einer ganz besonderen friesischen Spezialität. Granat. Der Fremde nennt es Krabben. Ratter, komm raus. Haha! Lecker. Und was trinkt der Friese dazu? Friesischer Wein. Gold wie das Korn der Felder. Hallo, hier ist Hardy Hirsch und ich glaube, diesmal befinde ich mich wirklich am tiefsten Punkt Deutschlands. Denn hier werden die flachsten Ostfriesenwitze erzählt. Und zwar von mir. Hey, hey, vorsichtig. Wir sind hier alles Ostfriesen. Dann erzähle ich sie eben sehr langsam. Wussten Sie, warum das Watt eigentlich Watt heißt? Nun, wenn die alten Ostfriesen damals auf die Deiche geklettert sind, um nach den Gezeiten zu sehen, dann konnten sie das nicht so richtig erkennen. Und dann fragten sie, ist das nun Ebbe oder Flut oder Watt? Wenn die Nordsee wüsste, wie es hier ist hinterm Deich, käme sie gleich zu uns rüber. Ins Friesische Reich. Das war mein Ostfriesland. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin stolz auf meine Heimat. Eine andere habe ich ja nicht. Du verstehst kein Wort in Baden-Württemberg. Nichts in Sachsen oder Rheinland-Pfalz, nichts kapiert in Bayern, nicht in Mecklenburg. Alle sagen, Otto blickt nicht durch. Ist mir scheißegal,
denn ich bin aus Friese. Und bei uns, da versteht man mich gut. Alles klar. Ich bin aus Friese, der hellblonde Riese, das ist klar. Dichte braune Locken, Muskeln hart wie Stahl, das ist unser Schönheitsideal. Ist mir scheißegal, denn ich bin aus Friese. Und bei uns sieht dann jeder gut aus. Ja, ihr lacht. Ich bin aus Friese, ein hellblonder Riese, das ist klar. Ich bin aus Friese, aus Friese. Von Marie bis Luise. Ich nehme jeden um diese. Und ich bin aus Bayern. Nette und auch noch fiese. Lass uns mal feiern. Oh. Barney Murphy und Günther Siegel von der Spider-Murphy-Gang. Und Otto, der ist ja Ostfriese. Und man kann sich vorstellen, wenn man nicht aus Ostfriesland kommt, das kann einem bisweilen schwerfallen, sich in dieses ostfriesische Leben, in dieses ostfriesische Denken, in diese ostfriesische Empathie hineinzuversetzen, braucht man eine gewisse Fantasie. Aber jetzt kommt gleich einer, der hat den friesischen Morgen genommen, auch eine Nummer von Otto, eine ganz schwere Nummer von Otto. Und er musste aus der Schweiz, da kommt er nämlich her, sich all die Berge wegdenken, die ihm sonst den Blick aufs schöne Ostfriesland versperren. Also aus Oberärgeri aus dem Kanton Zug, direkt zu uns gekommen nach Offenburg und mit dem klaren Blick Richtung Ostfriesland. Der friesische Morgen, hier ist Marco Riemer. Ja, hallo Otto. Ja, meine Damen und Herren, in Ostfriesland, da gibt es wunderschöne, beschauliche Bauernhöfe. Und frühmorgens, da ist Ruhe, die Stille und da sind die Tiere. Was ist denn hier für ein Scheißlärm? Eine Ente, die hole ich mir. Scheiß lustig. Pardon, pardon. Marco Riemer, ganz schwierige Otto-Nummer und Otto scheint zufrieden, das ist das größte Kompliment. Vielen Dank an Marco Riemer.
Ganz schön aufregende Nummer für einen Schweizer. Ne? Otto übrigens ist nicht der Einzige, der es aus Norddeutschland hinaus geschafft hat in die weite Welt. Aus Norddeutschland noch viel Norddeutscher, fast schon aus Süddänemark, kommt eine Band, die einen besonderen friesischen Gruß mitgebracht hat. Seit Jahren faszinieren sie längst nicht nur mit Mundart-Songs. Hier sind Santiano Fräsenhof. So, lieber Otto, jetzt Butter bei die Fische und vielen Dank und tiefsten Respekt für 50 Jahre große Show. Und jetzt brauchen wir euch alle. Santiano aus dem höchsten Norden nach ganz Deutschland und nach Österreich und in die Schweiz. Und Otto scheint zufrieden. Ja, macht es dir Spaß bis hierher? Bisher ja. Und ich kann dir schon mal was sagen, es gratulieren noch viel mehr Menschen, diese hier zum Beispiel. Du spinnst. Nein. Also, ja. Ich liebe Otto Waalkes. Ich werde es nie vergessen, seine ganzen Shows. Und ich habe so Tränen gelacht über ihn. Ich meine, der ist halt hinreißend. Der ist hinreißend, er ist als Mensch, aber natürlich sein Humor auch. Und er ist irre musikalisch.
Und ja, es ist eine Ikone. Mit Otto bin ich aufgewachsen. Otto ist Otto und Otto bleibt Otto. Fertig, aus. Herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn. Und die Ottifanten. Also der gehört natürlich zu unserem gemeinsamen kulturellen Horizont. Sensationell, ich kenne auch heute viele Witze von ihm. Otto, gratuliere. Happy 50, ne? Und weil ich ein junges Talent, muss unbedingt dranbleiben. Ja, yeah, klar. Mein Föhn kann sprechen. Ich wünsche ihm, dass er so bleibt, wie er ist und dass er weitermacht und fröhlich ist und den Menschen viel Freude bereitet. Ich war damals 11, konnte ich, glaube ich, die halbe Platte auswendig, aber ich glaube, unsere halbe Straße konnte die auswendig. Das war halt der Kracher, das war, was nie da gewesen ist zu der Zeit. Ich finde den sehr süß und finde den sehr charmant und immer, wenn ich den sehe, denke ich, ach, der hat so was Leichtes und das ist toll, dass er das hat. Das ist einer der klügsten Männer, schnell im Kopf, die ich so kenne. Otto, ich mag deine Klugheit. Du bist so klug. Ja. Und herzlichen Glückwunsch, ey. Toll. Liebe Otto, alles Gute. Du weißt, wir kennen uns. Otto, mein Schatz, ich wünsche dir alles Liebe. 50 Jahre bist du geworden. Naja, eigentlich das Blumenjubiläum. Aber du wirkst auch so, als wärst du erst gestern 50 geworden. Ich hab dich ganz doll lieb. Pass auf dich auf. Tolle Gratulanten und Gratulantinnen. Otto, du weißt, wir kennen uns. Unter uns gesprochen, gäbe es in Deutschland nicht nur eine sagen wir, Gewinnspielsteuer, sondern auch eine Steuer auf Wortspiele, auf gelungene Wortspiele, dann könnte sich unser Bundesfinanzminister allein an dem Mann, der jetzt gleich zu uns kommt und spricht, dumm und dusselig verdienen. Er ist der Meister der Wortakrobatik, Willi Astor, und er präsentiert ein besonderes Werk von Otto Waalkes. Herzlich willkommen, Willi. Grüß Gott. Servus, ich bin der Bergdoktor, Dr. Watzmann. Das Wartezimmer ist voller Patienten, haufenweise, ach was sag ich, haufenweise, bergeweise, denn ich bin ja der Bergdoktor. Und ständig geht das Telefon, ring. Hallo hier, Bergdoktor Watzmann, ja, wie bitte? Die Alpen glühen. Ja, dann schalten Sie halt mal den Brenner aus. Ich sagte ausdrücklich, der Nächste bitte. Das ist mir egal, ob Sie das Siebengebirge sind. Bei mir wird einzeln eingetreten. Und nehmen Sie bitte gefälligst die Schneekoppe ab. Und welcher Ochsenkopf bekommt denn da die Karwendeltreppe hoch? Was für ein Berg sind Sie? Der Stromberg? Sind Sie der Mann von der Andreaberg? Ach, das tut mir leid. Also diese Berge, ich weiß noch, wie hier letzte Woche da der Elsass, ne? Der hatte seinen Schlafanzug vergessen. Der war weg. Fujiyama, ne? Und dann kam einer noch total Mont Blanc, ohne Karawankenschein, ja. Ich muss doch auch schauen, wie ich meinen täglichen 8000er hier zusammenkratze. Bei diesen Dolomiten, die ich hier zahlen muss. Himalaya, Arsch und Zwirn, ja. Leckt's mich doch am Popocatépetl. Ach, der Herr Popocatépetl, den muss ich ganz dringend anrufen. Ganz schlimme Diagnose. Ja, hallo Herr Popocatépetl, ja. Ich muss Ihnen leider das Untersuchungsergebnis mitteilen. Also Ihr Kaiserstuhl, der ist bei Gotthard, ja. Das hat die Uralprobe ergeben. Wegen der Ablagerungen Riesenbrocken. Mhm. Mindestens 4 Kilimandscharo. Da helfen keine Gletscherspalttabletten. Da kann ich ja nur Appalachen. Ja? Sie Scherzgebirge. So, jetzt muss hier aber wirklich jeden Augenblick die Bergwacht anrufen. Ist komisch, ne? Es heißt doch, der Berg ruft, aber die Bergwacht. Ring! Hallo? Ja, die Bergwacht? Was gibt's denn? Ach, der Vesuv ist ausgebrochen. Sofort wieder einsperren und absolutes Rauchverbot. Ohne Wenn und Lava. Ja? Also wirklich. Und dann diese Vulkane. Und da fällt mir ein, in etwa einer Stunde kommt meine Karpatentante Lawine zu Vesuv. Ne? Und ich habe nicht mal mehr den Unterberg kaltgestellt. Na gut, dann gibt's halt eben einen heißen Kakaokasus und einen frisch gepressten Apenninensaft. Nicht wahr? Hindu? Hindu? Hindu, kusch. Dabei wollte ich ihm doch nur den Hund zurückmassieren. Na gut, also jetzt muss ich erstmal noch 2 Steinbrüche schienen, muss noch 2 Püre nähen und habe noch eine Harztransplantation. Es ist zum Vereifeln. Wie soll denn das alles anden? Ja? Das erfahren Sie nächste Woche, wenn es wieder heißt, Sie ihn an den Doktor, auf der Zugspitz hockt er, nimmt sein Matterhorn, macht Krach, legt die Eiger Nordwand flach. Dankeschön.
liebe Festgäste, ich habe hier ein kleines südamerikanisches Volkslied vorbereitet und ich habe ein bisschen den Text geändert. Es wäre toll, wenn Sie im Refrain von diesem Volkslied, wenn Sie da sozusagen den singen könnten. Es gibt so viel Kleidungsstücke, Hemdjacke, Hose, Perücke, da war es für mich interessant, als ich das allerkleinste Kleidungsstück fand. Es lag in einer Pfütze am Wegesrand, es war so klein, ich hab's fast nicht erkannt. Kaulquappensocken, es waren Wackensocken, das wäre dann euer Bereich. Kaulquappensocken, es waren Kaulquappensocken. So, und jetzt bitte ich Otto Walkes hier auf die Bühne, denn wir werden jetzt, er wird eine Spezialstrophe von diesem Lied singen, da freue ich mich schon sehr drauf. Und gleich geht's los. Es waren zwei kleine Krabben, die hatten gern Badeschlappen. Und dann am Ende vom Strand, da stand ein riesiger Badeschlappenstand. Sie gaben ihr ganzes Taschengeld her und alle sagten, hey, schau doch mal her. Kaulquappen Flipflops. Sie wollten Fischflossen Flipflops. Ach, Fischflossen Flipflops. Fischflossen Flipflops. Ganz echte Fischflossen Flipflops. Machen wir noch eine Runde, oder? Und Fischflossen Flipflops. Und jetzt alle. Du kriegst besser als ich, du. Fischflossen Flipflops. Ganz echte Fischflossen-Flipflops. Ja, wenn du glaubst, du kommst jetzt hier noch ungeschoren davon, ich habe noch eine Überraschungsstrophe für dich vorbereitet. Davon weiß er nämlich tatsächlich nichts. Es gibt so viel Präsidenten, es gibt so viel Badeenten, es gibt so viel Konsonanten, es gibt so viel Dilettanten. Auch von den Jahreszeiten, da gibt es vier. Ihn gibt's nur einmal und jetzt singen wir. Ein Otto Walkes, es gibt ne. Mama, eine Runde. Das höre ich am liebsten. Super. Dankeschön. Otto, du bist der Meister. Dankeschön, wow! Danke, Willi! Du Sau! Vielen herzlichen Dank an Willi Astor! Und zum wiederholten Mal Standing Ovation, Standing Ovations in Offenburg. Otto erklärt uns ja seit vielen Jahrzehnten die Phänomene dieser Welt. Insbesondere physikalische Phänomene haben es ihm auf besondere Art und Weise angetan. Und jetzt kommt, auch mit einer Otto-Nummer, einer, der das bis zum heutigen Tag sehr erfolgreich im Fernsehen macht. Und wir lernen, dass all das, was Otto schon damals ersonnen hat, nichts von seiner Überflüssigkeit eingebüßt hat. Hier ist Wigald Boning. Herzlich willkommen zu unserem Wissenschaftsmagazin Die Knalltüte. Energiesparen heißt die Parole und zwar durch Wärmedämmung. Wenn man bedenkt, wie viel Wärmeenergie allein durch die Kopfhaut abgestrahlt wird, da fragt man sich doch, warum diese wärmedämmende Kopfbedeckung nicht schon viel früher erfunden wurde. Ja, die Wärme, die darin gespeichert wird, reicht aus, um eine ganze Tasse Kaffee zu kochen. Köstlich. Witzig, interessant, ja. Kommen wir nun zum Phänomen der Schräge. Bin ja noch nicht fertig. Was ist eigentlich eine Schräge? Nun, bisher stand der Mensch diesem Phänomen praktisch wehrlos gegenüber. Wir wussten nur, dass es nicht gut ist, kostbare Vasen auf einen schrägen Untergrund zu stellen, weil dann Folgendes passiert. Achtung, alle mal gucken. Toll, nicht? Ich zeig's Ihnen nochmal, ging ein bisschen schnell. Ich weiß, muss man schon genau hingucken. Achtung. Und nun können wir vorausberechnen, das ist passiert. Wir haben das Ganze mal auf eine einfache Formel gebracht. Also wir haben da den Rutschfaktor Zzt und den Aufprallfaktor Bums. So. So. Je kürzer Zzt, desto eher kommt das Bums.
Ich zeige es Ihnen gleich nochmal. Nicht so einfach Multitasking. Je kürzer das ist, desto eher das bumst und desto schräger das Brett. Achtung! Fertig. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Die Mutter aller Physikprofessoren, Wiegald Boning. Danke und sehr. Endlich komme ich auch mal zum Einsatz. Schön aufräumen. Ja? Habe hier eine fegende Rolle, Wiegald. Oh, selbstverständlich. Danke. Ja, ja. Natürlich, meine leichteste Übung. Großen Applaus für Wiegald. Danke dir fürs Mitwirken. Ach, danke. Wiegald Boning. Und Otto hat ja etwas geschafft. Otto hat etwas geschafft, was man sonst nur schafft, wenn man entweder, sagen wir, in Berlin regiert oder Griechenland ruiniert oder einen Fußball-Weltverband korrumpiert. Er hat das aufs Cover dieser Zeitschrift gebracht, dieses Magazins, muss man sagen, aufs Cover des Spiegels. Und er durfte sich sogar selber malen, außergewöhnlich. Mitte der 80er Jahre ist das gewesen und mit einem Anlass war sein erster Film. Sehr, sehr, sehr erfolgreich, wie all die anderen. Und übrigens, dieser Besen hier, der spielt gleich auch noch eine Rolle. Wir schreiben das Jahr 1985. Der erste Otto-Film kommt in die Kinos und schlägt alle Rekorde. Wir kommen zur Ankündigung einer Weltpremiere. So geschehen letzte Nacht in Ostfriesland. Die BRD steht Kopf. Knapp 9 Millionen Zuschauer sehen den Film allein in Westdeutschland. Pomme de Bordel, Kartoffelpuffer. Nous avons, nous avez, nous avec, nous avons weg. Das Kultwerk läuft als einer der wenigen Westfilme auch in der DDR. Hier lockt Otto fast 6 Millionen Menschen in die Kinos. Otto, der Film, ist damit bis heute der erfolgreichste deutschsprachige Film. Mistfink. Ich erinnere mich an die Szene am Anfang von einem Otto-Film, wo er diese legendäre Klimmzüge macht. 102. 103. 104. 105. 106. Hallo, Taxi! Es folgen Gag auf Gag und Film auf Film. Sag mal, wer bist du? In Nebenrollen tauchen immer wieder sehr bekannte Freunde von Otto auf. Ja, wer bist du denn? Sag mal, du machst das ja unheimlich gut, du. Wenn du fleißig übst, kommst du eines Tages ganz groß raus. Eine Rolle in einem Otto-Film, der Traum vieler. Wenn Steffi Graf in solchen Filmen mitmachen darf, könnte ich dann zum Beispiel auch mitmachen. Was sollen diese Drohungen? Günther Jauch hat es nicht in einen Film geschafft, wohl aber Loriot. Johannes Hiestas. Christine Neubauer. Gottfried John. Sky Dumont. Und Ruth-Maria Kubitschek. Und auch bekannte Musiker spielen gerne mit. Otto hat mich eingeladen, in seinem legendären Liebesfilm, Otto der Liebesfilm, mitzuspielen und eine kleine, aber feine Szene mit ihm zu drehen. Und ich stehe irgendwie an der Ecke und pfeife fröhlich vor mich hin und Otto kommt vorbei und sagt: Unter Kollegen, vergiss die Pfeiferei, damit verdienst du sowieso keine müde Mark. Du bist das Frühjahrs, ich bin der Putz, du bist der Schniedel, ich bin der Wutz. Schniedelwutz? Schwarzbraun ist die Haselnuss, Schwarzbraun bin auch ich. Brillante Parodien und schräge Musiknummern. Auch das Erfolgszutaten der Otto-Filme. Wir sagen Otto. Ich sag dat. Wir sagen Otto. Ich sag dat. Ich sag wat? Hallo, meine Damen und Herren. Hier spricht Harry Hirsch. I love to surprise you. Haben wir sonst noch jemanden? Nein, wir haben keinen anderen. Und wir wollen auch keinen anderen. Ottos Filme. Millionen begeisterter Zuschauer und ein Feuerwerk von Gags und Szenen, die sich tief in das kollektive Bewusstsein gebrannt haben. Ja, muss ich mir mal vorstellen, also wie viele Generationen der erreicht hat und ich glaube, er wird von allen geliebt. Das kann ich wirklich sagen. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollo.
Michael, Bulli, Herbig und Otto Walkes. Entschuldigung, ich für die kleine Sekunde hier noch Platz. Ja, gerne. Weil das ist so ein schönes Gefühl, neben den beiden erfolgreichsten deutschen Filmemachern zu sitzen. Gemeinsam 80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Wow. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Gleichfalls. Ja, ich gratuliere auch. Ist ja rechnerisch jeder Deutsche in euren Filmen drin gewesen. Ja. Und bei 80 Millionen. Und das die letzten 50 Jahre. Ja. Hatten nichts Besseres vor. Ja. Hast du seine Filme alle gesehen? Alle. Mehrfach. Ach, welche du warst mehrfach? Das? Ich war das. Warst du wirklich mehrfach drin? Ich war mehrfach drin, 40 Millionen Mal. und jetzt mal ernst, wenn das für die Sekunde geht? Warst du wirklich mehrfach? Ja, ich kann mich erinnern, als der erste Otto-Film rauskam, das war ein Must-See, wie man so schön sagt. Also ich habe den bestimmt 5-6 Mal im Kino gesehen. Dankeschön. Bitte. Otto, könntest du denn sagen, was du besonders schätzt an der Kunst und am Wirken von Bulli Herbig? Ich kenne Bulli Herbig schon ewig, ich möchte es nicht laut sagen, aber ich verehre ihn sehr und habe natürlich alle seine Filme gesehen. Und natürlich auch finde ich den Schuh des Malto ganz besonders stark. Das ist eine tolle Anregung für mich gewesen, für mein nächstes Projekt. Und das kann ich, muss ich immer wieder sagen, das ist der absolute Hammer. Möchte sich das junge Glück jetzt küssen? Nee, komm, das kommt noch. Also es ist, aber eine Liebeserklärung von Otto ist schon nicht schlecht. Na, absolut. Also wie gesagt, das war ja, als damals wir gemeinsam das erste Mal auf einer Bank saßen, also auf einer Bank während einer Show, ja, und er zu mir sich rüberlehnte und meinte, ich habe den Film gesehen, ich habe wieder nichts verstanden, ja, aber gesagt, ja, mit dem Manitou. So, das war ein Kompliment. Ja. Und das hast du jetzt nochmal in der Edelversion, ja, also verständlich, ja, akustisch verständlich. Ja, ich habe es jetzt auch als Beweis und werde es mir in der Warteschleife. Okay, dann oute dich jetzt, Uli, und sage, was magst du an Ottos Wirken besonders? Die schnelle Sprache und dass man nicht alles versteht? Ja, und ich habe ein Bild von ihm gekauft, kein Witz. Bitte? Ich habe ein Gemälde von ihm gekauft. Und hat dir geschenkt. Er hat es mir geschenkt. Für 10,50 Euro. Genau. Ja. Und das hängt jetzt genau gegenüber von meinem Schreibtisch. Und da gucke ich jeden Morgen hin. Das ist so ein Bild von Marilyn Monroe und zwei Ottifanten, die ihr den Rock hochblasen. Also hör mal auf jetzt. Gewöhnliche Seife hat einen großen Nachteil. Körperregionen, die der besonderen Pflege bedürfen, erreicht man damit nicht. Doch dafür gibt es jetzt Kylie! Ja, Kylie! Eine Seife, die bis in die Achselhöhlen dringt! Kylie! Ja! Tröpfchen Sahne zum Kaffee. Scheißwerbung. Otto, Klassiker. Mehr Informationen zur Sendung gibt es bei zdf.de, gibt es Backstage-Material. Sehen Sie Dinge, die Sie in der Sendung nicht sehen, aber die zu diesem großartigen Kerl dazugehören. zdf.de, reinklicken, lohnt auf jeden Fall. Und jetzt kommt vermutlich der belesenste deutsche Comedian. Was hat er nicht alles gelesen? Und wie hat er nicht zeitlebens versucht, seinen Bildungshintergrund vor grellen Hawaii-Hemden zu verstecken? Aber ich weiß, er liest wirklich sehr, sehr viel. Und er macht sogar um das Erotikregal keinen Bogen. Zumindest in der Buchhandlung nicht. Jürgen von der Lippe! Schönen guten Abend. Willkommen zu einem dunklen Kapitel unseres Jubilars. Denn wir haben ja schon einen kleinen Blick in sein Liebesleben tun können, aber da gibt es noch mehr. Er hat Stalkerinnen weltweit. Und eine war besonders hartnäckig, eine sehr erfolgreiche Frau, Elle James, die Autorin eines Buches, das die meisten Damen hier gelesen haben werden. Sie war so verliebt in den Jubilar des heutigen Abends, dass sie ihr erstes Buch 50 Shades of Otto genannt hat. Dank der NSA ist es uns gelungen, an ein Ursprungsexemplar heranzukommen. Und das Erstaunliche ist,
dass sie so besessen von Otto war, dass der Name Otto im ganzen Buch ständig auftaucht. Später, als das abgeklungen ist, hat sie das bereinigt, aber hier ist ein Originalexemplar und wir wollen es mit einem kleinen Spiel verbinden mit den Herrschaften hier vorne. Ich lese eine kleine Passage. Wer von Ihnen hat 50 Shades of Grey gelesen? Ach, kommt. Zwei. Ja, natürlich. Das ist wie McDonald's, ne? Ja, da ist ja auch niemand. Also, wir spielen es so. Ich lese eine Passage aus dem Geheimen Verlangen und immer wenn das Wort Otto auftaucht, solltet ihr darüber nachdenken, welches Wort dann später wirklich dort gestanden hat. Ist verstanden? Gut. Ich beginne. Du bist eine bemerkenswert mutige Frau, flüstert er. Das bewundere ich. Seine Worte wirken wie ein Otto auf mich. Kleiderschrank? Diese Vermutung erscheint mir ein wenig zufällig. Sagen wir gewagt. Ja. Auch dahin könnte ich mich versteigen. Dankeschön. Man könnte auch unsinnig sagen. Ja, gerne. Hat jemand aus der Runde einen anderen... Ja? Ich nehme den Telefonjoker. Ja? Wen rufst du an? Ruf doch Otto an. Kann ich es noch mal hören, bitte? Nee. Selbstverständlich. Seine Worte wirken wie ein Otto auf mich. Wir waren wieder zuerst. Ich bleib bei Kleiderschrank. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich rufe Otto an. Ja. Ruf Otto an. Hallo? Ist das richtig? Nein. Hallo? Wirken wie ein Hallo auf mich? Nein. Gut, es hätte Brandbeschleuniger sein sollen. Darauf hätte man kommen können. Ich war nah dran. Seine Worte wirken wie ein Brandbeschleuniger auf mich. Mein Blut kocht. Er beugt sich sanft zu mir herab, küsst mich sanft auf meinen Otto. Kairim. Das hätte ich auch gesagt. Also ich weiß nicht, was ein Gynäkologe dazu sagen würde. Ach stimmt, ich habe das Geschlecht durcheinander gebracht. Jemand noch einen Vorschlag? Wiegald vielleicht? Mund ist richtig. Die erste richtige Antwort heute Abend. Müssen wir bedenken in Zukunft. Ich glaube, jetzt ist der Bann gebrochen. Ich würde so gern diese Lippe beißen, murmelt er und zieht spielerisch mit den Zähnen daran. Ich stöhne auf und er lächelt. Bitte, Anna, schlaf mit mir. Ja, flüstere ich. Er lässt mich mit triumphierendem Lächeln los und führt mich durch die Wohnung. Sein Otto ist riesig. Jemand? Gemächt. Du Sau. Ich sag noch mal. Er lässt mich mit triumphierendem Lächeln los und führt mich durch die Wohnung. Ja. Sein Otto ist riesig. Sein Wohnzimmer. Geht in eine gute Richtung. Was soll das? Kleiderschrank. Penthouse. Sein Penthouse. Kleiderschrank, sehr gut. Ja. Sein Penthouse-Schrank, Kleiderschrank ist riesig. Es ist das Schlafzimmer. Ah. Sein Schlafzimmer ist riesig. Ich zittere wie Espenlaub, die Nacht aller Nächte. Es ist soweit, mein Atem geht flach. Ich kann den Blick nicht von ihm wenden. Er legt seine Uhr auf die Kommode, die zum Bett passt, schlüpft aus dem Jackett und legt es auf einen Otto. Kleiderschrank. Jetzt passt es. Nein, Entschuldigung. Hocker, stummer Diener. Stuhl. Stuhl. Wiegald, du machst mir Angst. Jetzt trägt er nur noch sein weißes Leinenhemd und die Jeans. Er sieht unverschämt gut aus. Seine kupferfarbenen Haare sind zerzaust. Das Otto hängt ihm aus der Hose. Ihr dürft gerne drücken. Ich trau mich nicht. Ja, eben. Ach, jetzt muss ich was sagen, weil du gedrückt hast. Das Otto hängt ihm aus der Hose.
das Schniedelwützchen? Als Diminutiv? Yes. Wäre möglich, ja, aber im Gesamtzusammenhang eher unwahrscheinlich. Das H. Das ist aber aus der Hose. I. Das kriege ich nie wieder aus dem Kopf. I. Wollen wir diese Vorstellung ein bisschen wirken lassen? Ich dachte an so einen Afro. Ja. Mit dem Geräusch. Natürlich. Mit so einem Geräusch so. Mhm. Nee? Für den man dann sehr kleine Lockenwickler brauchen würde. Ja. Richtig. Ich hasse euch. Wundervoll. Ja, es ist Hemd. Ach, das Hemd, Hemd hängt ihm aus der Hose, aber auch ich werde ja, diese Vorstellung lange genießen. Kommen wir zur Preisverleihung. Es gibt natürlich keinen Sieger, es gibt nur eine Ermutigung für diejenigen, die nicht so viel geraten haben. Otto bekommt natürlich das Originalbuch. Einfach nochmal. Einen großen Applaus für Jürgen von der Lippe. 50 Shades of Otto. Danke, Jürgen von der Lippe. Das ist schon interessant, dass Ralf und Bülent und Uli und Max und Wiegald in 50 Shades of Grey dermaßen zu Hause sind. Der Mann, der jetzt zu uns kommt, der verdankt die Tatsache, dass er überhaupt noch, ich sag mal, mit dabei ist, einem Zufall, der im Film, im zweiten Otto-Film festgehalten wurde. Ich komme aus der Zukunft, um die Menschheit vor dem Schlimmsten zu bewahren. Die Wurzeln des Übels liegen hier. Wo sind die Kinder von Frau Modern und Frau Talking? Da und da. Auftrag ausgeführt. Oh mein Gott, was habe ich getan? Die liegen ja da. Der deutlich bessere Teil von Modern Talking ist heute Abend hier zu Gast. Mittlerweile ist er seit vielen Jahren von der Nora-Kette gelassen und er bringt ein zauberhaftes Liebeslied, natürlich auch im Original von Otto Waalkes. Und ich sage Ihnen, oder ich stelle Ihnen folgende Frage, ist jemals ein Liebeslied in deutscher Sprache schöner gesungen worden? Holen Sie die Taschentücher raus, hier ist Thomas Anders. Du bist der Morgen, ich bin der Tau. Du bist der Himmel, ich bin das Blau. Du bist die Rebe, ich bin der Wein. Du bist die Sonne, ich bin der Schein, du bist der Weizen, ich bin das Brot, du bist der Abend und ich bin das Rot. Wir gehören zusammen wie der Tag und die Nacht. Uns hat
Thomas Dankeschön. Anders. Das ist Frau Franziska Freilich. Sie bereitet sich auf ihren Geburtstag vor. Schön will sie sein. Und eine schöne Torte will sie ihren Gästen anbieten. Mit Xiaomi-Shampoo, dem Sahne-Shampoo aus dem Hause Schweißkopf, ist das kein Problem. Ja, Xiaomi-Shampoo. Zum Waschen und zum Naschen. Xiaomi. Hodli, 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 hodli. Guten Abend, meine Damen. Wir von der Firma Schenkel haben uns etwas überlegt. Bisher gab es nur die 3-Kilo-Packung. Jetzt gibt es auch die 6-Kilo-Packung. An der 3-Kilo-Packung verdienen wir uns nur dumm. An der 6-Kilo-Packung jedoch dumm und dämlich. Da weiß man, was man hat. Guten Abend. Und ich oute mich mal, auf das, was jetzt kommt, freue ich mich ganz besonders. Und ich begrüße sehr herzlich vom Österreichischen Rundfunk Ingrid Thurnherr. Herzlich willkommen, Frau Kollegin, in einer Unterhaltungssendung. Den wenigen Menschen, die Sie nicht kennen, es ist mir unangenehm, die erste Journalistin Österreichs im deutschsprachigen Ausland vorzustellen, aber für das Verständnis der Geschichte ist es einfach wichtig. Sie ist die Moderatorin am Sonntagabend, eine Talkshow im Zentrum, sowas wie Anne Will und Günther Jauch und Maybrit Illner und alle zusammen, sowas in der Art. Und zuvor waren Sie die Moderatorin der Hauptnachrichtensendung ZIP. Das ist die Zeit im Bild, das ist, kann man mit allem Respekt sagen, eine Mischung aus Heute-Journal und Tagesthemen. Genau. Die ZIP 2 in dem speziellen Fall. Irgendjemand ist auf die leichtsinnige Idee gekommen, Mitte, Ende der 90er Jahre Otto Waalkes in diese Sendung einzuladen. Und Otto sollte interviewt werden von der ersten Journalistin Österreichs. Soweit ist das eine schöne Geschichte. Wie das für Sie weiterging, das sehen wir jetzt, Frau Thurnherr. Okay. Guten Abend, Herr Waalkes. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Frau Thurnherr. Herr Waalkes, wir sind eine politische Sendung. Ich weiß, es ist mir aufgefallen. Ich habe es so ein bisschen betrachtet und muss ich sagen, sehr politisch. Ja. Kabarettisten und Komiker beschäftigen sich viel auch mit politischen Themen. Das hat Sie gut gefragt. In Ihrem Programm. Das war geschickt, das war jetzt, mit denen hätte ich mich fast im Gestrüpp Ihrer Fangfragen verheddert. Aber fragen Sie nur. Woher kommen Sie eigentlich, wenn ich fragen darf? Aus Vorarlberg habe ich gehört. Ich weiß alles, ich habe recherchiert. Der Junge hat recherchiert. Nein, aber wissen Sie, was das bedeutet, wenn eine, können wir mal beide ins Bild kommen, bitte, wenn eine Nachrichtensprecherin aus Vorarlberg einen Ostfriesen in ihre Sendung einlädt? Wissen Sie, was das bei uns bedeutet? Bei uns bedeutet es jedenfalls, sie kommt nicht zu Wort und kann keine Frage stellen. Ja, wissen Sie, was das bei uns bedeutet? Nein. Lager! Sind wir drauf denn noch? Ja, bitte. Also, wie ich schon sagte, wir sind eine ernstzunehmende politische Sendung. Und ich würde gerne von Ihnen wissen... Ja? Was möchten Sie wissen? Fragen Sie, denn wer nur das Recht hat, nur wer fragt, soll ein Recht, eine Antwort zu bekommen. Bitte fragen Sie. Also, in Deutschland wird über die Rentenreform diskutiert, in Österreich die Pensionsreform. Mhm. Glauben Sie, dass Sie als Komiker in Pension gehen werden und eine Pension bekommen werden? Das ist eine gute Frage, aber sie ist ein bisschen falsch formuliert. Es muss heißen, darf ich Sie nach diesem Gespräch zum Heurigen einladen? Das wäre eine geschickte Frage und eine gute Formulierung, oder? Na? Was würden Sie denn darauf sagen? Ich würde, also vielleicht würde ich sagen, naja, also ich bin kein Junge für eine Nacht, ich will erobert werden. Die ist ja sehr nett. Ich muss mal kurz raus. Ich komme sofort zurück. Okay. Ja, was denn? Fragen Sie doch endlich. Nach dieser wunderbaren Kostprobe Ihres Könnens, die mir ein bisschen aus der Fassung gebracht hat, wollte ich jetzt wissen, wann... Das war wann, nicht meine Absicht. Welche Kamera, die? Wann ist denn mehr davon zu sehen in Wien? Ich glaube, am 20. glaube ich. Oder am 20. noch in Wien, kann es sein, in der Wiener Stadt. Aber nicht weiter sagen, sonst kommen so viele Leute. Nachher kommt die auch noch. Entschuldigung. So, das war's fürs. Bitte rein. Das Mikrofon, die Batterie. Verdammt. Danke. Wenn Sie es wieder gefunden haben, wir gehen dabei. Vielleicht weiter zum nächsten Bericht. Herr Waalkes, Sie sitzt unter dem Tisch. Ja. Urlaub im Ausland ohne Dreisat, lange heurigen Abende und Ähnliches hatten bisher einen gravierenden Nachteil. Man konnte die ZIP 2 und Highlights wie dieses nicht sehen. Diese Zeiten sind jetzt vorbei, vorausgesetzt, Sie sind einer jener rund 300.000 Österreicher, die einen Internetanschluss haben. Und nun gibt es die ORF-Nachrichten auch im Internet und damit sind die Nachrichten des ORF weltweit via Computer abrufbar. An dieser Stelle kommt wie immer die Dreisat-Verabschiedung. Herr Waalkes, wollen Sie sich von unseren vielen Zuschauern in Deutschland verabschieden? Selbstverständlich gern. Also, liebe Zuschauer von Dreisat, wir möchten uns verabschieden. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Wenn Sie gefallen hat, mein Name ist Otto Waalkes. Wenn nicht, Frau Thurnherr. Ein ganz starker Auftritt.
Und Otto, vielleicht vorneweg kommen wir, so die Kontenance zu bewahren. Wenn so ein Verrückter ins Studio reinreist. Es war für mich schwierig, weil es ging um die österreichische Rentenreform. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, war überhaupt nicht vorbereitet. Und deshalb habe ich gedacht, ich suche mal heil unter den Tisch oder so, vielleicht ist da was gescheites oder so. Ich habe ihn dann vor der Sendung mit dieser Idee vertraut gemacht. Da war er nicht so glücklich drüber. Und dann hat er gesagt, ja, wissen Sie, wenn Sie mich sowas fragen, dann muss ich ja nicht direkt darauf antworten. Dann habe ich gesagt, ja, das würde mich ja ohnehin jetzt mäßig überraschen, weil Politiker antworten ja auch meistens nicht auf meine Fragen. Also ist auch egal. Aber dass dann rauskam auf die Frage nach der Rentenreform, schafft der Papst die Pfaffen ab, wie lang ist ein Giraffengrab, wann werden die Karaffen knapp und sowas, damit habe ich dann doch nicht gerechnet. Aber das habe ich vorgelesen. Ne? Wüsstest du noch, was du gesagt hast? Ja, ja. Sag mal. Stammt der Mensch vom Affen ab, stumpft das Kind beim Gaffen ab, macht die Frau beim Schaffen schlapp, wie lang ist ein Giraffengrab, wo werden die Karaffen knapp, schafft der Papst die Pfaffen ab, legt man im Bett die Waffen ab, was tun, wenn ich nicht schlafen habe? Genau, das war das Letzte. Und damit wir das schon mal geklärt, können wir einige Wochen, nachdem das passiert ist, jetzt klären, was da unterm Tisch passiert ist? Das behalten wir für uns. Nein, sicher nicht. Ah, man genießt und schweigt. So ist es. Aber jetzt sind Sie zu Gast in seiner Sendung, in seiner Jubiläumssendung. Sie könnten sich natürlich jetzt brutal und quasi live revanchieren. Ingrid Thornherr, das ist die große Chance. Heurigen gibt es ja hier keinen, ne? Ja. Heurige, nein, hier nicht. Natürlich kann ich halten. Oh, das hat sich ja doch gelohnt. Oh, ich spüre was. Vorsicht. Vorsicht. Vielen herzlichen Dank, dass Sie herkommen. Danke, dass Sie das so toll mitmachen. Und ich weiß, das ist für eine seriöse Journalistin sicherlich eine kleine Brücke, über die man da gehen muss. Schön, dass Sie bei uns sind. Danke. Nochmal, Dankeschön. Ingrid Thornherr. Und wo wir gedanklich, und ja nicht nur gedanklich, gerade in Österreich sind, nehmt doch Platz, es bleibt noch ein bisschen in der Republik sozusagen. Dort ist einer der großen Hymnendichter und Sänger der Republik Österreich, Wolfgang Ambros. Herzlich willkommen, Wolfgang. Und Otto auf die Bühne bitte, denn aus dem Repertoire von Otto Walkes und jetzt zum ersten Mal gemeinsam auf einer Bühne seine große Hymne, die ja wirklich quasi eine Hymne ist in Österreich, nämlich Skifahren, aber mit der, sagen wir, hochdeutschen Übersetzung von Otto Walkes. Wolfgang Ambros und Otto Walkes. Eins, zwei, drei, vier. Also, Freitagabend befestige ich meine länglichen Gleithölzer. Auf mein Auto und dann begebe mich. Auf das Dachgestell meines Kraftfahrzeuges und dann begebe ich mich unverzüglich. Noch Stube, Toll oder noch Zöll am See. Eins der beiden Touristenzentren des Alpenlandes Österreich. Wer tut auf den Bergen? Haben's immer an Leerwanken Schnee. In bestimmten Höhenlagen bieten sich die besten meteorologischen Voraussetzungen. Weil ich will Skifahren. Weil Skifahren ist das Leibendste, was man sich nur vorstellen kann. In der Früh bin ich der Erste, der was auffährt. Frühmorgens bin ich der Erste am Bergfahrstuhl. Damit ich nicht so lang aufs Auffahren wart. Um eventuelle anstehende Wartezeiten tunlichst zu vermeiden. Oben auf der Hütte kaufe ich mir ein Jagerte. Oben auf der Hochraststätte konsumiere ich ein alkoholhaltiges Heißgetränk. Wieso hat der macht dann Schnee so richtig schön? Einmal dieses Gebräus verstärkt meine Wahrnehmung um das Doppelte. Denn ich will. Na, ich will. Du auch? Skifahren. Wow, come on. Skifahren. Wir singen. Skifahren. Weil Skifahren ist das Lause. Was man sich nur vorstellen kann. Woo!
Aber nee, das war ja eine gute Übersetzung, das habe ich mir ganz gut gefallen. Aber eines habe ich nicht verstanden, Leihwand, das kann ich nicht. Dieses Leihwand, was bedeutet das? Ja, das ist nicht so einfach zu übersetzen. Also es gibt keine hochdeutsche Entsprechung. Aha. Aber du musst dir vorstellen, du wirst innerlich gestreichelt. Du fühlst dich unendlich wohl. Oh, das ist Leihwand. Das gefällt mir. Leihwand! Wolfgang, du bist Leihwand! Danke. Du auch. Du auch. Okay. Du auch. In der großen Otto-Retrospektive in unserer Tribute to Otto-Show darf natürlich Hänsel und Gretel auf keinen Fall fehlen. Nur wem diese wirklich schwere Aufgabe übertragen? Und da haben wir uns gedacht, das geben wir an einen Comedian, der schon von der Haarpracht als Rapunzel in Frage kommt. Also Rapunzel würde ergrauen, da bin ich ganz sicher. Der Mann zeigt Schneewittchen, was eine Kurpackung ist. Hier ist Bülent Ceylan als Hassan. Okay, ist okay. Mach Stopp, reicht. Hallo Otto, geil hier zu sein. Du bist echt der Beste und kriegst jetzt so einen Applaus. Ich hab den noch nicht so richtig gehört heute. Ehrlich, Otto. 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 Hey. Ist so, ist so. Ehrlich. Otto, ehrlich, ich hab immer diese Hänsel und Gretel. Ich hab, das aber war nicht immer richtig alles. Nee, weil ich erzähl von vorn, es war so. Hänsel und Gretel ist eigentlich gar keine deutsche Geschichte, so wie die Geschichte von der Gabriel und der Merkel, die wo sich verirrt haben in der griechischen Welt. Mhm. Mhm. Versteht ihr? Ja. So ist es. Ja, das ist eine typisch deutsche Geschichte, aber Hänsel und Gretel war eigentlich, und jetzt kommt's, eine türkische Geschichte und hieß, Achtung, ist klar, Hasan und Gülşan. Aufpasse. Ne, ihr lacht, ihr Deutsche, aber ich erkläre jetzt, macht mal ab. Also der Hasan, das war meine Großvater. Und das war der Sohn von einem Vater. Verstanden? Und der hatte in seinem Garten ein Stiefmütterchen. Ja, Herr Thomas Suit. Und eines Tages, der Tabak von der Shisha war alle. Und der Hasan und der Gülşan sind also gegangen durch den ganz großen, dunklen Wald bis zu einem Hotel. Da alles war alle inclusive. Hm? Ja, ich bin kein Englisch. Also. Und dann, sie haben den ganzen Tag gemacht, nichts. Also, die Zeit ist so weg. Also so geflogen, vorbei. Aber das war ja ein Urwald. Habt ihr verstanden? Es ist ein Urwald. Also die wussten immer, wie spät es ist. Den Gag nimmt er mit nach Hause. Pass mal auf. Nee, es ist zu spät. Entweder ihr klatscht sofort oder was ist es? Waren das Schweizer jetzt? Also, pass mal auf. Jetzt hört doch mal zu. Hört doch mal zu, echt. Allah, Allah. Was ist los, ey? Das gibt's nicht. Entschuldigung, Otto. Ja, Wortspiel. Und was gibt's in einem Urwald noch? Urlaub. So ist es. Ja, wenn man es weiß, dann ist es einfach. Also. Und es gab auch viel zu essen dort. Also, aber alles war so Blätterteig. Da lachen die Türken. Und es gab doch genug zu trinken, weil da war alles so, also das war so eine Forstwirtschaft. Und da gab es jede Menge frische, so tannengezapfte Pilze. Jetzt pass aber mal auf, von diesen Pilzen, die bekamen die Vereinten Nationen. Nee, warte mal, scheiß deutsches Wort, warte mal. Hallo Sie, Nationen. So. Ja, ich hab verdreht, Mann. Was ist das denn, ey? Ich hab verdreht das Wort. Jetzt pass auf. Und von der Halluzination, deswegen waren die so benebelt und plötzlich, die waren so auf einem Holzweg. Und auf diesem Holzweg, die trafen die Angela Merkel. Die ist ja doch schon seit vielen Jahren unterwegs. Und mir tut mir leid, ist so.
Also sie war unterwegs zusammen mit so einer fliegenden, nee, wie heißt der? Französische Holländer. Ne? Und jetzt pass auf, der Angler hat gefragt, ob sie bei der Euro-Tombola mitmachen wolle. Und ihnen hat sie verkauft 2 Alternativlose. Beides Niete. Ne? Und jetzt kommt's, dann plötzlich sie standen vor einem Haus. Da hat gewohnt eine Hexe. Jetzt kommt die Hexe. Die Hexe hat gerufen. Sesamring und Flade, lasst uns der Hammel braten. Der ist super Gag, ich habe mir gedacht, komm besser. Okay. Ich mach nur einmal, ist Fernsehen, wir schneiden. Ich will hier, dass ihr lacht, verreckt, ehrlich. Wenn ich mach Witz, müsst ihr lachen, sonst macht Ali Bombenstimmung, also. Ja, ist so, Mann, was soll das? Achtung, warte mal. Warte mal. Ich bin so drauf, ich hab nichts genommen, aber ich mach, warte, ich muss lachen, aber ich muss in der Rolle bleiben. Hey Leute, ich habe mein ganzes Leben noch nie vor einem Otto gespielt. Also Entschuldigung, das musst du mal, hä? Allah, Allah. Also. Ich schwitze. Mann. Ja, an alle Frauen, wenn ihr mich riecht, dann seid ihr schwanger. Also. Ja, ist okay. Warte mal, jetzt kommt der Satz. Wahrscheinlich schneiden sie schwanger weg, weil jetzt kommt der andere. Also. Aber wenigstens weiß Offenburg, da war eigentlich der, ne? Habe die geschnitten, Drecksäcke. Okay. Also. Sesamring und Flade, lasst uns der Hammel braten. Hey, geil, ne? Ja. Und jetzt kommt, ich bin noch nicht fertig. Der Hassan hat der Hexe dann ganz tief in die Augen geguckt, ne, und hat gesagt, aufpasse, produziere mich nicht. Lass uns sofort gehen, wenn deine Kuchen leb ist. Wenn dir deine Kuchen leb ist, so war. Und mit ganz roten, traurigen Augen, sie hat den Weg freigemacht und hat der Hassan und Gülcan so einfach rennen lassen, wieder nach Hause. Und das ist so. Also mein Uropa, pass auf, da hat der Hexe genau das gegeben, was ich bekomme schon seit vielen Jahren bei all meinen Verabredungen. Pfefferspray. Ist gut, ne? Dankeschön. Auf den Burg! Tschüss! Danke, Otto! Bülen, Ceylan, Hassan und Gülcan. Endlich ist die Wahrheit raus. Und Sie wissen ja, Otto hat sich ja oftmals bedient bei Hänsel und Gretel. Und er hat sich bedient bei ganz vielen nationalen und internationalen Künstlern. Ihre Hits genommen und märchenhaft verhänselt und vergretelt. Aber heute wird zurückgesungen von der Spider-Murphy-Gang, von DJ Bobo und von Hartmut Engler von Pur. Der dunkle Wald macht sie ganz krank. Der leere Magen knurrt. Man hat sie in den Wald geschickt, weil die Oma zu Besuch haben lange nichts gemampft. Beide Mägen leer, haben sich total verirrt. Sie sehen den Weg nicht mehr. Sie wollen weg, sie wollen raus aus dem dunklen Wald. Und die Hexe nimmt das Hänsel bei der Hand. Sie schaut ihn an und grinst. Komm mal her, komm mal mit, komm, ich zeig dir was. Lecker essen, so viel wie du kannst. Komm mit mir ins Pfefferkuchenland. Da kannst du endlos speisen. Komm mit mir ins Pfefferkuchenland. Ins Knusper-Luxus-Restaurant. Komm mit mir ins Pfefferkuchenland. Zu bürgerlichen Preisen.
da gibt's schon endlich viel Proviant im Pfefferkuchenland. Ladies and Gentlemen, liebe Freunde in Offenburg, lasst uns feiern mit Otto! Hänsel und Gretel, die gingen durch den Wald. Da ist es finster und auch so bitterkalt. Sie kommen an ein Knusperhaus aus Pfefferkuchen fein. Wer mag da der Herr im Häuschen sein? Hänsel und Gretel, die gingen durch den Wald. Da ist es finster und auch so bitterkalt. Sie kommen an ein Häuschen aus Knusperpfeifen fein. Wer mag der Herr wohl in diesem Häuschen sein? Ist es Hänsel? Don't you know today, oder ist es Gretel? Open up your heart, es ist die Hexe. And the fairy tale is just for you, just for you. Ihr singt! Whoa. So laut ihr könnt! Ein bisschen lauter! Das letzte Mal! Dankeschön! Die Spider-Muffigen! Hexenhaus und Gretel zieht sie knackend aus, damit das Hänsel von der Stadt hier seine eigene Piepshow hat. Und jeder ist schon informiert, die Hexe hat schon inseriert, denn sie ist ja nicht schusselig, verdient sich dumm und dusselig. Und draußen vor der großen Stadt steht der Jugendschutz sich die Füße platt. Skandal, Skandal im Hexenhaus, Skandal, Skandal. Hexenhaus-Skandal, Skandal um Otto. Otto, wir lieben dich. Otto, wir lieben dich. Alles Originalwerke von Otto Walkes. Die Spider-Murphy-Gang, DJ Bobo, Hartmut Engler von PUR. Herzlichen Dank euch allen. Toll, dass ihr das mitmacht. Ihr seid Ich bin so tief gerührt, das hat mir so gut gefallen. Aber was mir aufgefallen ist, es wurde ein bisschen wenig getanzt hier. Wenn Sie ja von DJ Bobo gewohnt, wenn das immer eine Tanznummer damit verbunden ist. Und das war ein bisschen wenig. Otto, heute. Otto, heute geht es nicht um uns oder um Bobo, heute geht es um Otto. Und wenn jemand tanzt heute für uns, dann bist das du bitte. Und meine Damen und Herren, bitte klatschen Sie alle mit. Denn Otto und alle wir tanzen für Sie. Wozu erwachsene Männer imstande sind. Ja. Es ist schon gut, dass ihr alle meiner Tanzschule gewesen seid. Und zum Glück hatte ich Ihnen ja vorher gesagt, dass das eine ganz ernste Veranstaltung wird. Spaß komplett ausgeschlossen. Und Märchen, das haben Sie schon gemerkt, bei Hänsel und Gretel, Märchen sind einfach Teil des Lebenswerks von Otto Walkes. Otto und die Märchen, seit jeher eine große Liebe. Die Märchen sind ja allgegenwärtig und sind zeitlos und krisenfest. Ja!
Wir Zwerge müssen zusammenhalten. Männer allein im Wald. Klapp. Sieben Zwerge, Männer allein im Wald. Ottos erster Märchenfilm wird mit fast 7 Millionen Zuschauern ein Riesenerfolg. Geh ja schon wieder. Komm, eine Frau zum Arzt. Also ich fand's lustig. 7 Komiker, keiner mit so viel Erfahrung wie Otto. Ich war immer so kurz davor, in manchen Momenten irgendeinen Witz zu machen. Ich dachte, nee, besser nicht, der ist noch von ihm. Er war schon ein Idol für mich als kleiner Bub. Jetzt stehe ich auf einmal neben ihm, gell, und bin auch ein Zwerg. Als besonders schmackhaft gilt der rote Feuerrachling. Allerdings führt er auch zu Wahnvorstellungen. Sogar in der Maske sorgt Otto für gute Laune. Also Otto ist einer der weltbesten Ottos überhaupt. Ja! 2 Jahre später holen alle noch mal ihre Mützen raus. Die Fortsetzung 7 Zwerge, der Wald ist nicht genug. Ich bin Bubi. Ja. Weiter machten Otto und seine Truppe 2014 mit dem Animationsfilm Der siebte Zwerg. Otto darin selbstverständlich wieder als Bubi. Der ist so ähnlich wie ich, ja, deswegen habe ich mich auch ausgesucht. Ich habe den Liebsten ausgesucht, der Liebste, der Netteste, den Charmantesten, der mit seinem naiven Charme die Herzen aller erobert. Bubi! Auch Schauspielkollegin Cosma Schieber-Hagen ist verzückt. Ich kann zu Otto nicht Nein sagen. Ich dachte, du hast gesagt, du bist eine Frau, du bist schmutzende Tritze. Cosma Schieber-Hagen, unser und Ottos ideales Schneewittchen. Das bist du. Ist ein bisschen verwackelt. Du hast dich ja auch bewegt. Jetzt rechne ich mit deutlich mehr als 7 schockverliebten Zwergen. Denn jetzt kommt das schönste Schneewittchen, seitdem es Spieglein an der Wand gibt. Herzlich willkommen, Cosma Schieber-Hagen, Friesenjung. Ich trink Kaffee, er trinkt Tee bei sich. Die Frühstückseier isst er weich. Nur ein kleiner Friesenjunge und er wohnt gleich hinterm Deich. Ja, Ostfriesland ist ein schönes Land, wie die Schweiz und Österreich. Denkt euch nur einmal die Alpen weg, was da bleibt. Das ist sein Deich. Wow, ist ein Friesenjung, ist ein kleiner Friesenjung und er wohnt gleich hinterm Deich. Wow, ist ein Friesenjung, ist ein kleiner Friesenjung und er wohnt gleich hinterm Deich. Wohnt der eine, ihr wisst schon, wen ich meine. Ja, nun sag schon endlich, wer da wohnt. Die Ostfriesen können jeden Tag vor und hinter jedem Deich. Doch wenn's richtig mal zur Sache geht, werden nicht nur die Knie weich. Ist ein Friesenjung, ist ein kleiner Friesenjung und er wohnt
Frosch hinterm Deich. Oh, ist ein Friesenjung, ist ein kleiner Friesenjung und er wohnt gleich hinterm Deich. Ich bin fertig, er kriegt nie genug. Deshalb warne ich euch gleich. Der denkt lang noch nicht an Ruhestand. Nein, das war nicht sein letzter Streich. Nein, das war nicht sein letzter Streich. Cosma Schieberhagen. Ich weiß, dass auch Sarah Nuro mit dabei war. Sarah, du warst gerade Germany's Next Topmodel geworden zu dem Zeitpunkt. Dann hast du Otto kennengelernt und er hat dich gleich mitgenommen für den Film, oder wie ging das? Ja, so ungefähr, aber nee, wir haben uns davor bei Wetten, dass kennengelernt, okay, und gleich ins Herz geschlossen. Und ja, wenig später hat er mich angerufen, gefragt, ob ich nicht die Rolle von Corinne übernehmen möchte. Und dann dachte ich mir, weißt du, dass ich nicht schauspielen kann und dass ich das noch nie gemacht habe? Und dann dachte ich, nee, ich versuche das. Ich so, okay, er ist verrückt. Und ich hatte so viel Spaß und war so froh. Ja. Du hast die Rolle toll ausgeführt. Hast du gesagt, er ist verrückt? Da hast du auf jeden Fall komplett recht gehabt. Ja, Sarah, sehr schön, dass du da bist. Wie ist denn Cosma und Ralf zum Beispiel, wie ist denn Otto hinter der Kamera? Kann der den Otto irgendwie abschalten oder ist er immer Otto? Ja, er kann es nicht abschalten, das ist ja das Schöne. Das ist der Große. Er ist immer er selbst. Authentisch, ehrlich, direkt, wunderbar. Ja? Ja, es macht großen Spaß. Genauso wunderbar wie Cosma Schieberhagen gerade eben und wie Uwe Bruns, der Gitarrist, den wir nicht unerwähnt lassen wollen. Vielen herzlichen Dank nochmal für den Friesenjungen. Und die merkwürdigen Mützen setzen ja nicht nur die Zwerge auf, sondern es gibt ja Jahreszeiten. Viele sagen, das sei die fünfte Saison. Da machen das manchmal bis zu 11 Männern in Sitzungssälen. Karneval heißt das dann oder Fasching am Rhein und in Rhein hoch dann bis nach Mainz, meinetwegen. Und wenn wir jetzt eine Büttenrede hören, eine richtige Otto Waalkes Büttenrede, dann kann er die eigentlich auch nur selbst anmoderieren. Aber Otto, du musst einfach nur in diese Kamera gucken und schweigen. Denn das hast du alles schon gemacht. Meine Damen und Herren, holde Närrinnen und Narren lesen. Draußen steht zu uns gereist von der Chemie Herr Dr. Dreist. Wollen wir ihn reinlassen? Die Presse und der Umweltschutz, die ziehen die Chemie in Schmutz. Das hat uns lang genug verdrosse. Ab heute wird zurückgeschosse. Vorragend. Die Muttermilch mit DDT, die tut doch wirklich niemand weh. Kein Baby weiß doch, was es trinkt. Hauptsache ist, das Zeug nicht stinkt. Chemie setzt Kinder unter Dampf und stellt sie für den Lebenskampf. Sehr gut. Und was ist denn am Kalb das Schöne? Doch nicht das Fleisch, die Östrogene. Der Stoff ist wirklich ungewöhnlich. Der macht den Mann der Gattin ähnlich. Der Schniedel schrumpft, die Büste schwillt, schon ist er Mamas Ebenbild. Sie schaut ihm neidisch auf den Busen, jetzt kann er ganz alleine schmusen. Ob Mann, ob Frau, ob hart, ob weich, Chemie macht alle Menschen gleich. Im Wasser tümmle sich Gestalte, das soll man nicht für möglich halten. Die Vielfalt dieser Wucherungen hat noch kein Dichter je besungen. Ich tue es und sing für sie, so schöpferisch ist die. Den Fischen aber sei gesagt, Tumor ist, wenn man trotzdem lacht.
Liebe Narren und Narlesen, jetzt kommen wir zu unserem Ehrenmitglied Otto Walkes. Seit 50 Jahren im Rampenlicht. Das glaubt dir keine Schlampe nicht. Vital und fit von Kopf bis Knie. Und das schafft Otto ohne Chemie. Viagra oder andere Pille erzeugen bei dir Widerwille. Und statt Botox vom Labor geht Otto streng biologisch vor. Jahrzehnte auf der Bühne stehen, mit Ottifanten ja, Gassi gehen, Gitarre spielen und Filme mache, bis des die Leute Tränen lache. Im Herzen rein, im Kopf bescheuert. Ja. So wird man ständig rund erneuert. Dafür hab ich dich stets bewundert. Mach weiter so und du wirst 100. Guido Kanz! Vielen Dank, Herr Kieler. Vielen herzlichen Dank, Guido. Guido Kanz! Danke dir, Guido. Es gehört nicht viel Mut dazu, das, was jetzt kommt, anzukündigen als eine echte Weltpremiere. Weil der Mann, der jetzt kommt, das kann ich verbrieft sagen, ist noch nie nach der Büttenrede aufgetreten. Das geht auch wirklich nur in dieser Sendung. Es ist ein legendärer WG-Kumpel. Herzlich willkommen, Marius Müller-Westernhagen. Du wirst auf den Mund geküsst. Was viele nicht wussten. Ich bin seit 2 Jahren Single. Das hat lange nicht erlebt. Sei vorsichtig. Dann ist gefährlich. Marius, kannst du uns mithelfen, dass wir noch mal eintauchen in diese Zeit, von der viele heute Abend erst erfahren haben, dass in dieser WG neben Udo, oftmals Nina Hagen zu Besuch, eben ihr beide euch das Müll runtertragen geteilt. Da wohnten ein paar Leute, wo sich jeder ein Zimmer mietete. Mhm. Und ich war gerade durch Otto und durch Udo nach Hamburg gekommen. Und ich kam da jeden Abend hin und habe immer in dem Zimmer geschlafen von demjenigen, der gerade verreist war. Wenn keiner verreist war, gab es so eine Kammer unterm Dach. Da war so eine alte Matratze. Dann habe ich darauf geschlafen. Aber das funktionierte eigentlich sehr gut. Und es waren wirklich sehr interessante Leute da. Und das war, was das Schöne war, es war wirklich so ein kreativer Austausch untereinander. Weil Udo lebte auch da. Und das war in der Zeit, wo wir alle geträumt haben von irgendwas, aber noch keiner war wirklich so weit. Ist es nicht im Rückblick völlig, völlig wahnsinnig, dass aus diesem Studenten, aus dieser WG, aus dieser Wohngemeinschaft der besonderen Art nachher eben Udo Lindenberg und Otto Walkes und Marius Müller, also wirklich nationale Superstars ja, aus einer Hütte. Wir haben lange geübt. Ja, ja, dass euch das nicht zugeflogen ist, das ist mir schon klar. Hast du auch von Otto profitiert? Natürlich, in erster Linie auch von seiner Freundschaft, was ja wenige wissen von Otto, weil seine ganze Alberei ist ja so ein gewisser Schutzschild, dass er wirklich ein unglaublich tiefgründiger, hochintelligenter Mensch ist, der auch musikalisch wahnwitzig begabt ist. Also ich kenne kaum jemanden, dem du ein Instrument geben kannst, was er nie vorher gesehen hat. Und es dauert eine halbe Stunde und er kann wirklich dieses Instrument spielen. Nimm uns doch noch mal mit in diese Hamburger Clubs. Die Brutstätte von großer Kunst. Ja, viele gibt es ja nicht mehr. Also jetzt nicht mehr, aber damals ja, war das ich kann mich erinnern, Leben. Weil Otto nahm mich immer mit. Er hatte immer das Auto hinten voll mit seinem ersten Album, was am Anfang ja keiner wollte. Und Hans-Otto Mertens, sein Manager, war immer total sauer, weil Otto diese Platten immer verschenkte. Und er ist dann da immer, ich war immer vollkommen unbeleckt und er ist mit mir dann in irgendwelche Clubs. Und dann hatte er schon eine Gitarre in der Hand und saß da und sagte, komm her, singen Blues, da können wir hier umsonst saufen. Ja. Das werde ich nie vergessen. Und so habt ihr einige Abende verbracht miteinander. Ja, und was ein Wunder ist, dass ich überhaupt jemanden erinnern kann an die damalige Zeit, weil
Was da an Alkohol konsumiert wurde, war nicht nur Buttermilch. Ich verstehe. Kann man sagen, dass, Marius, auch wenn ihr euch jetzt nicht täglich, nicht wöchentlich und manchmal monatelang nicht seht, was ja nicht geht, ja. Dass aus dieser Zeit eine Freundschaft fürs Leben entstanden ist? Durchaus. Kann man durchaus sagen, wir telefonieren und immer wenn ich Otto sehe, ist es so, als hätte ich ihn gestern gesehen. Und das ist einfach ein wunderbarer Mensch. Danke dir. Viele Jahrzehnte später, so ein schönes Kompliment von einem deutschen Superstar, Marius Müller-Westernhagen. Vielen Dank für den Besuch. Danke. Und gut, dass du da bist und mitfeierst. Otto, geboren, um zu blödeln. Und diese Wohngemeinschaft von damals, die müssen wir versuchen, noch mal aufleben zu lassen. Die wollen wir ins... Nein, nicht die Details, die ihr eben verschwiegen habt. Vielleicht aber doch. Mit Pfefferminztee bin ich dein Prinz. Oh. Mit Pfefferminztee bin ich dein Prinz. Oh, ist das von dir? Coole Nummer, Marius. Otto, du wirst auf den Mund geküsst. Ja. Moment, Odo. Du willst doch nicht etwa deinen Teebeutel in den Biomüll werfen? Will ich nicht. Wieso denn nicht? Tee ist doch Bio. Tee schon. Aber was ist mit dem Beutel? Ja, was ist mit dem Beutel? Der Beutel ist normal. Der kommt in den Normalmüll. Ach, Marius, nun mach hier nicht auf Kontrolletti. Bio, normal. Nee, da kenne ich keine Kompromisse, Odo. Bio oder normal. Entschuldige, wenn ich mich da kurz einmische, aber ich glaube, ihr macht das beide gerade ziemlich einfach. Was? Wie meinst du das? Gib mir her. Instinktiv hast du natürlich unheimlich richtig gelegen. Udo, Der Tee ist natürlich Bio. Sag ich nur. Ja, aber irgendwo hattest du auch unheimlich recht, Marius. Der Beutel ist natürlich nicht natürlich. Beutel sind doch nicht Bio. Ja, aber was ist hiermit? Normalo. Genau. Jetzt muss ich mich aber schon wundern, wie ihr mit unserer schönen Natur umgeht. Altpapier, Altmetall und Altschnur. Und das wolltet ihr alles zusammen entsorgen? No flexibility, Alter. Freiheit. Das ist doch eindeutig mehr Komponentenabfall. Mehr Komponistenabfall? Mehr Komponenten. Und wenn das nun jeder machen würde? Ist es da ein Wunder, dass unsere schöne Umwelt verschmutzt ist? Dass unsere Meere vermüllen, die Wälder verrotten und die Alpen verglühen? Oh, sorry, Otto, da hast du mich cool erwischt, El Flagranto. Fühle ich mich echt schlecht. Wie können wir das wieder gut machen? Ich sag euch was. Wir gehen einkaufen. Shopping? Das ist die Höchststrafe. Was denn? Eine Tonne für Altpapier, eine für Altmetall und die andere für... Was war das andere nochmal? Altgags. Oh, Altschnur! Aha! Vielen herzlichen Dank an Marti Fischer, an Fresh Talk und an Malte Arkona. Und einer dieser verrückten Nachwuchskünstler, ein echter YouTube-Star, kommt jetzt zu uns, um eine legendäre Otto-Nummer live zu performen. Wir brauchen die Hilfe der Menschen hier und wir brauchen ihn. Nochmal willkommen, Marti Fischer. Hallöchen. Grüß dich. Was ist das für eine Maschine, die du mitgebracht hast, beziehungsweise die jemand hier hingestellt hat, damit du sie mitgebracht hast? Also diese Maschine kann verschiedene Phrasen von einer gewissen Länge, man kann sich das aussuchen, hier hineinspielen und die Maschine wiederholt das dann, so oft man lustig ist. Was man damit auch Schönes machen kann, ist beispielsweise alte Schinken, alte Gassenhauer wieder aufleben lassen und was eignet sich dafür besser als Ottos legendäres Dubček, ein Loop, den er schon vor geraumer Zeit gemacht hat. Und den wollen wir heute Abend hier zusammen loopen. Und dafür brauche ich zum Beispiel dich, Johannes. Ich helfe gern mit. Sehr gern. Du gehst jetzt bitte rum und fängst O-Töne von Leuten ein, die ich stimmen werde. Bei Dubček, das ist ein politischer Sympathieträger, bleibe ich bei Marius. Wir brauchen von dir nur Dubček, Dubček. Das ist etwas schneller. Komm, gib mir Tempo.
Danke, das reicht. Vielen herzlichen Dank. So, jetzt, was kommt als nächstes? Wer weiß es? Wo ist Ralf? Mao Zedong. Moin, Ralf. Da ist er ja. Gar nicht gesehen. Was soll ich machen? Mao Zedong. Mao Zedong. Mao Zedong. Mao Zedong. Danke, reicht. Mao Zedong. Und es ist in der Maschine. Ein Wahnsinn. Malte. Entschuldigung. Malte. Denn er kann diese wunderschöne Stimme, die sonst nur Otto kann. Ich kenne sonst keinen, der das kann. King Kong. Mao Zedong. King Kong. Mao Zedong. King Kong. Mao Zedong. Danke. King Kong. Mao Zedong. Und nun, vielleicht kennen die Jungs von Santiano. Mao Zedong. Den Teil, mit dem es weitergeht. Idi Amin. Mao Zedong. Idi Amin. Mao Zedong. Idi Amin. Mao Zedong. Idi Amin. Mao Zedong. Danke. Idi Amin. Mao Zedong. Idi Amin. Sarat. Idi Amin. Sarat. Idi Amin. Sarat. Idi Amin. Sarat. Sarat. Idi Amin. Sarat. Idi Amin. Sarat. Honecker, Honecker, Walkes. Das reicht schon, danke. So, und jetzt spielt die Maschine nämlich von ganz alleine. Achtung! Wir gehen noch einmal zurück an die schöne Stelle, an der ich sage, Honecker, Honecker, Walkes. Mao Zedong. Mao Zedong. King Kong. Mao Zedong. King Kong. Mao Zedong. Idi Amin. Mao Zedong. Idi Amin. Sadat. Idi Amin. Mao Zedong. Honecker, Honecker, Stoltenberg. Otto. Marty Fischer. Vielen herzlichen Dank, Marty. Mao Zedong. Ottos stärkstes Instrument, seine Stimme. Wie kein zweiter imitiert er Geräusche und spricht zig Figuren in unterschiedlichsten Tonarten. Frau Sobier. Mein Pulli kratzt heute so. Nein, nein, nein. Eine weitere Vorliebe von Otto, das Synchronisieren deutscher Schwarz-Weiß-Filmklassiker. Ich fand das saukomisch. Ein großes Talent. Sie sind also neugierig, ob meine Haare auch überall schwarz sind? Mhm. Na, das ist wirklich mal eine intelligente Frage. Dürfen wir nachschauen? Ich habe schon selber geguckt. Wann? Wo? Wie? In meinem BH. Asbest. Ehrlich? Hm. Mit Ottos Hilfe spricht sogar eine Legende unter unseren nächsten Verwandten, der Schimpanse Ronny. Hallo, ich bin hier der Chefkoch. Könnten Sie mir bitte Ihren Namen sagen für die Speisekarte und entschuldigen Sie bitte die Unannehmlichkeiten. Unser Mikrowellenherd ist kaputt. Seine Paraderolle ist natürlich Sid, das nicht nur von Kindern heißgeliebte Riesenfaultier aus den Ice Age-Filmen. Ice Age ohne Otto? Im deutschsprachigen Raum für viele unvorstellbar. Still, still, du mieses, fieses, dickes Vieh. Ich dachte, du bist ein Weibchen! Ottos Interpretation ist mittlerweile das Vorbild für alle Sprecher weltweit. Otto selbst sagt dazu, Sid hat von mir das Lachen übernommen und ich sein Lispeln. Wir sind eins geworden. Und diese Mischung kommt gut an. Er ist toll. Dankeschön. Und sehr witzig. Kipuchi-Bulli. Ja, ja, und wer bist du? Ich bin Sid. Oh. Okay, dann passt mal auf. Mie, 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 mie. Fischers Faultier fängt frisches Maultier. Ha! Buga, 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 buga. Buda, 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 buda. Leo, Leo, Leo. Tada! Sehr schön. Tja, wurde auch höchste Zeit, dass jemand mal mein wahres Talent erkennt. Millionen haben die Ice Age-Filme gesehen und sich nicht zuletzt in Sid und seine bezaubernde Stimme verliebt. Ja, was macht man anschließend im Programm? Kann man natürlich unmöglich nur einen Menschen auf die Bühne bitten. Das wäre für einen Menschen oder menschliche Schultern gar nicht zu tragen. Sondern braucht man jemanden, der Mensch und Tier zugleich ist. Und deshalb begrüßen wir sehr herzlich Sascha Grammel und Josie. Dankeschön. Bist du Benjamin Blümchen? Nein, ich bin ein Otifant. Ich dachte mal, du bist eine Schildkröte. Aber Sascha, sind Schildkröten grau?
Nein. Haben Schildkröten so nur Öhrchen? Nein. Haben Schildkröten ein Rüssel, so wie ich? Nein. Siehst du, dann bin ich doch ein Otifant. Zurück! Susin, komm, mach mal die Verkleidung ab. Das. Ich sag danke. Das war eine Verkleidung für Otto. Das war auch ganz toll. Wir haben so viel gemeinsam. Otto und du? Wir machen beide gerne Spaß. Wir sind beide gern am Wasser. Und neuerdings haben wir den gleichen Friseur. Ja. Und sag mal, wenn ich mir so dein Kleid anschaue, dann glaube ich, du hast auch noch ein bisschen was vor heute. Bin auch schon ganz schön aufgeregt. Das ist, glaube ich, ganz normal. Ja. Ja. Wer ist denn der Glückliche? Na, Otto. Otto, du bist ja 113. Ist Otto nicht ein bisschen jung für dich? Am wichtigsten ist doch, dass er Erfahrung hat. Und die hat er mir selbst erzählt. Ja, okay. Aber das musst du schon gut überlegen, weil eigentlich macht man das nur einmal, bis das der Tod entscheidet. Ich wusste ja, dass es gefährlich wird. Was, heiraten? Heiraten. Wieso heiraten? Wir gehen Fallschirmspringen. Ja. Wir trauen uns. Ja. Ihr traut euch. Ja. Er hat es schon mal gemacht, jetzt nimmt er mich mit. So, sieh mal, wenn man seine privatesten Dinge mit jemandem teilen möchte, dann... Gehe ich zu Facebook. Das kann man... Das kann man auch machen, aber das ist was anderes. Also du brauchst ja erstmal einen Mann. Otto. Ja, zum Beispiel, aber vielleicht findest du noch einen, der noch besser passt. Wo rein? Zu dir. Zu mir. Ja. Jetzt habe ich den Text vergessen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, hast du den Text vergessen. Was macht man denn eigentlich, wenn man den richtigen hat? Dann macht man einen Antrag. Hartz IV. Nein, einen Heiratsantrag. Und dann? Dann wird man gefragt, ob man sein Leben miteinander verbringen möchte. Mhm. Und dann sagt man ja. 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 Jetzt sind wir verheiratet. Josie, wir müssen reden. Wir sind nicht verheiratet. Willst du mich nicht heiraten? Josie. Bitte. Josi, wir können Freunde bleiben. Nur Freunde? Josi, Freunde hat man ein Leben lang. Otto hat mal ein schönes Lied darüber gesungen. Wollen wir das mal singen? Wenn du magst, gib dir Mühe. Ja, okay. Herr Kapellmeister. Wenn, dann laufen du und ich doch gemeinsam im Fernsehen. Ich meine doch gar nicht dich. Sondern? Hör doch mal zu. Er ist ein Friesenjung und die sind gar nicht dumm. Er ist halt so alt wie ich, aber man sieht es nicht. Humor hat doch den Jung. Jetzt weiß ich, von wem du singst. Er ist der Jubilar. Heute sind's 50 Jahre, dass er die Bühnen erklimmt und uns zum Lachen bringt, er ist mein Superstar. Lieber Otto, schön, dass es dich gibt.
Hallo, Josi. Hallo, Sid. Na, was hast du heute den ganzen Tag gemacht? Gar nichts. Hast du doch schon gestern gemacht. Ich bin nicht ganz fertig geworden. Ach so. Weil heute feiern wir das Jubiläum von Otto. Hm? Ach, Jubiläum? Ja. Dann habe ich ein Jubiläumsrätsel für dich. Wirklich? Ja. Was ist das? Es hängt an der Wand, macht Tick-Tack und riecht nach Fisch. Hängt an der Wand, macht Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Weiß ich nicht. Eine Uhr. Hä? Eine Uhr macht doch, die riecht doch nicht nach Fisch. Das habe ich nur gesagt, um das ein bisschen schwieriger zu machen. Sid? Ja? Ich weiß auch was, ein Rätsel. Und leg los. Wo geht Pinocchio hin, wenn er krank ist? Rat mal. Zum Tischler? Nein. Zum Schreiner? Nein, soll ich sagen? Ja. Zum Holznasenohrenarzt. Oh, super. Mhm. Na, das ist ja richtig, richtig imposant. Kannst du einen Satz bilden mit imposant? Mit imposant? Nein. Hast du imposant? Entferne ihn mit der Hand. Du Ferkel! Ich glaube, wir verabschieden uns jetzt lieber. Ja, mir ist auch ganz warm. Ja. Und der hier neben mir schwitzt auch ganz doll. Das sieht man. Ich sage mal, der soll mir Sport machen, dann schwitzt man nicht so. Genau. Du schwitzt gar nicht. Nein, dann sagen wir mal lieber tschüss. Ja. Und dann gehen wir hinter die Bühne ein bisschen turteln. Jetzt wird mir auch zu heiß. Tschüss. Sascha, Grammel und Josi. Und ein bisschen Musik fehlt noch. Wir haben ja schon gehänselt und gegrätelt. Und jetzt gibt's Hexenmedley Teil 2. Und Sie in Offenburg können herrlich mitklatschen, mitsingen und sich erfreuen an ein paar musikalischen Premieren. Auf geht's. Ist immer so, gehen durch den Hexenwald long time ago. Where do they come from, where do they go? Frag doch nicht mich, trag Cotton Eye Joe. Hänsel und Gretel, heiter und froh, gehen durch den Hexenwald long time ago. Warum so heiter, warum so froh? Frag doch nicht mich, frag Cotton Eye Joe. Ist immer so, geht durch den Hexenwald long time ago. Warum so heiter, warum so froh? Die Hexe sieht aus wie Cotton Eye Joe. Petra Zagala! Yeah! Durch den Wald, da gehen zwei Kinder, Hans und Gretel. In diesem Wald, da ist es finster und so kalt. Sie kommen an ein Knusperhaus, kommen komische Geräusche raus. Klingt so krank, das ist ja kaum noch zu ertragen. Sollte mal heiß baden, denn sie hustet so.
heißt Baden. Heißt Baden. Hänsel und Gretel gehen durch den Wald. War es finster und auch so bitterkalt. Aha. Hä? Aha. Sie kommen an ein Häuschen von Pfefferkuchen fein. Aha. Aha. Wo mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Da, da, da. Genau. Und danke Ihnen hier in Offenburg und danke Ihnen in der Schweiz und danke Ihnen in Österreich und danke Ihnen in Deutschland. Ich hoffe, wir haben Ihnen ein bisschen Spaß bereitet. Zum Schluss möchte ich nur zwei Worte sagen und die gehen ganz einfach. Das ist nämlich die Hauptsache des ganzen Abends und er hatte das letzte Wort. Danke Otto! Leicht, was Lustiges zu machen. Jeden Tag zu jeder Zeit fangen die Leute an zu lachen. Ich denk so oft zurück, ich war noch klein. Da fanden alle mich zum Piepen, ja sogar zum Schreien. Ich stell mir vor, wenn das so weitergeht, dass ihr jeden meiner Scherze auf Anhieb gleich versteht. In meinem Kopf ist viel, viel Unsinn und viel Mist. Doch ihr habt mir gezeigt, wie wertvoll das Lachen ist. Ich bin geboren, um zu blödeln mit den Witzen dieser Zeit. Sie weiter zu erzählen, bis in alle Ewigkeit. Ich bin geboren, um zu blödeln mit diesem Augenblick. Weil jeder von euch spürte, wie wertvoll das Lachen ist. Ich bin geboren, um zu blöden, Fallerie und Fallera. Zuerst ein leises Hallo Baby und dann ein lautes Mutti, ja! Ich bin geboren, um zu blöden und das schon ewig lang, bis jeder von euch spürte, jetzt kommt der Otto-Gang.